Herzlich willkommen zu unserem weiteren Thema der Serie Heiße Eisen. Das sind alles so Themen, die wirklich einmal schwierig anzusprechen sind, die man auch nicht einfach so mal in der Predigt hört oder darüber sprechen kann, sondern ich denke, die bedenkenswert sind. Und von daher manche heißen Eisen, die auch niemand wagt anzusprechen und die trotzdem mal zur Sprache gebracht werden müssen. Und heute haben wir ein besonderes Thema, das Verhalten im Gottesdienstraum. Und es gibt manche Themen in der Bibel und auch bei Ellen White, das sind mehr so stärkende und unterstützende und tröstende und aufbauende Aussagen und Dinge. Es gibt aber auch manche Aussagen in der Bibel und auch bei Ellen White, das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, wo sie uns manchmal einen Spiegel vorhält und uns manches sagt, was wir besser machen können. Und das soll heute keine Strafpredigt sein, die ich halte. Und das, was ich sage, ist auch nicht meine Meinung, sondern ich möchte heute über das sprechen, was die Bibel sagt und was wir bei Ellen White finden zu dem Thema des Verhaltens im Gottesdienstraum. Und ich denke, das sind doch schon wichtige Grundlagen, die wir auch beachten sollten. Bevor wir anfangen, darf ich euch bitten, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für diesen Sabbat, den wir heute erleben dürfen. Wir danken dir für deine Liebe, deine Gnade, deinen Segen, den wir haben dürfen. Herr, wir danken dir, dass wir dich haben, dass du mit uns gehst durch unser Leben. Hab Dank, dass wir die Gemeinde haben dürfen, dass wir uns wohlfühlen in der Gemeinde, dass du deine Gemeinde baust und stärkst und unterstützt. Und wir möchten uns heute Gedanken machen, was du uns sagen möchtest über unser Verhalten im Gottesdienstraum. Und auch während des Gottesdienstes. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist unsere Gedanken lenkst, unser Herzen öffnest, dass wir das verstehen können, was du uns sagen möchtest. Und hab Dank, dass du das tun wirst. In Jesu Namen. Amen. Ja, das Verhalten im Gottesdienstraum. Wir werden drei Bereiche haben. Was sagt die Bibel? Zweitens, was sagt Ellen White, der Geist der Weissagung? Und drittens, was sollen wir tun? Während der dritte Bereich werden wir relativ kurz nur ansprechen. Ich denke, dass wir dann, nachdem wir das alles, ja, die Themen, das Thema so durchgesprochen haben, dass wir dann als Gemeinde Leonberg später mal überlegen können, das werden wir nicht heute machen, was von den Dingen, die wir heute gesehen haben, gehört haben, man praktisch umsetzen kann. Ja, zunächst einmal zum ersten Bereich. Was sagt die Bibel? Ich habe öfter schon mal die Meinung gehört, dass jemand sagte, ja, das, was damals im Tempel, im Alten Testament gesagt worden ist, das ist jetzt im Neuen Testament die Gemeinde. Und alle Dinge, die hier beschrieben sind, die für den Tempel wichtig waren, kann man eins zu eins auf die Gemeinde heute übertragen. Aber ich glaube, dass das nicht so einfach geht. Natürlich kann man das machen, aber man hat dafür keine biblische Grundlage. Warum nicht? Weil der Tempel im Neuen Testament ist nicht unsere Kapelle, die wir hier haben. Nicht der Gottesdienstraum. Wir haben drei Bereiche, wie der Tempel im Alten Testament, das Heiligtum, das war zuerst die Stiftshütte und später der Tempel, wie das im Neuen Testament übertragen wird. Und die erste Übertragung haben wir in Hebräer 8, 1 bis 5. Wer die Bibel dabei hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Und dort heißt es, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, was er opfern kann. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte. Sieh zu, sprach er, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Das heißt, hier haben wir die Übertragung, dass das Heiligtum vom Alten Testament, damals war das der Ort, wo durch die Opfer Vergebung geschah. Und das ist jetzt übertragen aufs himmlische Heiligtum. Dort ist Jesus jetzt unser Hohepriester und dass er für uns dort vergibt und uns versöhnt und uns verbindet mit Gott. Also von daher ist die erste Verbindung vom irdischen
alttestamentlichen Heiligtum, das neutestamentliche himmlische Heiligtum. Die zweite Verbindung, die wir haben, dass die Gemeinde an sich, die Menschen, die die Gemeinde bilden, der Gottestempel ist. Epheser Kapitel 2 und dort die Verse 19 bis 22. Wir haben übrigens mehrere Bibelstellen, die das ausdrücken, aber ich habe immer einen ausgewählt, das ist Epheser 2 und dort Verse 19 bis 22. So seid auch ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also hier ist nicht unser Gebäude als Tempel beschrieben, sondern die Gemeinde an sich. Und jedes Glied ist ein Stein in diesem Tempel Gottes. Ja, und das Dritte ist, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das finden wir in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19. Dort haben wir die Aussage: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und nicht euch selbst gehört? Vers 20 noch mit dabei. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Das heißt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Tempel ist eben der Ort, wo Gott wohnt. Das war damals die Stätte, wo Gott zu Mose gesagt hat, die sollen ein Heiligtum bauen, damit er unter ihnen wohnen kann. Und Gott wohnt natürlich in seiner Gemeinde. Aber er wohnt auch in uns, in unserem Körper. Deswegen ist auch unser Körper, unser Leib ein Tempel. Also deswegen ist der Gottesdienstraum selbst nicht vergleichbar mit dem alttestamentlichen Tempel. Die Verbindung stellt sich nicht. Aber unser Gottesdienstraum ist eher gleichzusetzen mit der Synagoge. Denn im Neuen Testament, als Jesus auf dieser Erde war, war er am Sabbat in der Synagoge. Und die Synagogen waren ja überall im Land. Der Tempel war ja nur in Jerusalem, wo man hinkam zum Opfern. Und die Synagogen waren überall im Land, in jedem Ort, in jeder Stadt, wo man den Gottesdienst feierte. Ja. Und in dem Sinne sind auch unsere Kapellen, die wir heute haben, unsere Gottesdiensträume, das sind die Räume, die man mit der Synagoge ungefähr gleichsetzen kann, wo wir Gottesdienst haben. Ja, aber was man aber sehen kann und sagen kann, manche Prinzipien vom alttestamentlichen Tempel können wir übertragen auf uns heute, auf unsere Situation. Und welche wir da übertragen können, das werden wir uns im Laufe des Themas gleich anschauen. Und wenn wir uns das anschauen, möchte ich den Blick erstmal richten auf das Heiligtum und aber auch auf die Frage, wie sieht das mit der Ehrfurcht aus? Denn die meisten Dinge, die mit bestimmten Regularien zu tun haben, wie sie sich verhalten sollten im Tempel, in der Stiftshütte, in Bezug darauf, hat oftmals zu tun gehabt mit Gottes Gegenwart und der Ehrfurcht. Und das ist ein großes Thema, was wir immer wieder sehen können. Warum sollten die Israeliten überhaupt ein Heiligtum bauen? 2. Mose 25, Vers 8. Dort heißt es: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Die Frage ist natürlich, braucht Gott ein Haus, um darin zu wohnen? Natürlich braucht er es nicht, denn Gott ist allgegenwärtig. Überall auf der ganzen Welt ist Gott. Aber wofür braucht er denn hier ein Heiligtum, dass er unter ihnen wohnt? Es ist, denke ich, so, auch wenn Gott im Himmel seinen Thron hat und er allgegenwärtig ist, aber es gibt einen Ort, wo die Wesen, die Engel, die er geschaffen hat, ihn anbeten, ihn sehen. Es gibt einen Ort, wo Gott sich sichtbar offenbart. Und so wollte er auch hier auf dieser Erde einen Ort haben, wo er sich sichtbar offenbart. Und das war im Heiligtum. Und die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, die dann das Heiligtum erfüllt hat, und die Wolkensäule, die dann sichtbar war, und das Feuersäule nachts und Wolkensäule tagsüber, das war Gottes Gegenwart, Gottes sichtbare Gegenwart. Natürlich, Gott selbst kann man nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Und an diesem Punkt, wo das Heiligtum dann war, dort geschah dann Versöhnung, dass der sündige Mensch mit dem heiligen Gott wieder in Verbindung kam und Vergebung und Versöhnung bekam und wieder Gott, mit Gott Gemeinschaft haben konnte. Und das geschah im Heiligtum. Wie sollten die Israeliten Gottes Wohnort betrachten?
Hier habe ich 3. Mose 19, Vers 30. Und ich habe mal die Hoffnung für alle Übersetzung genommen, weil die das hier noch besser ausgedrückt hat. Da steht, haltet den Sabbat als Ruhetag ein und habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Ich bin der Herr. Hier kommt das Wort Ehrfurcht zum ersten Mal vor. Und zwar, wir sehen, dass eigentlich in der Anbetung Gottes, und das hängt mit Anbetung zusammen, denn sie sollten hier Ehrfurcht haben vor Gottes Heiligtum. Und das bedeutet eigentlich vor Gott. Denn das Heiligtum war nur deswegen mit Ehrfurcht zu betrachten, weil Gott dort sichtbar war und Gott dort wohnte, Gottes Gegenwart dort war. Und wir sehen in der Anbetung, dass wir hier zwei Punkte haben, die wichtig sind. Einmal ist Gott, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, der Herr des Universums, der auch Ehrfurcht, mit Ehrfurcht angebetet werden soll, der große, allmächtige, Erhabene. Auf der anderen Seite natürlich der Gott, der uns Menschen nahe gekommen ist. Gott ist Mensch geworden. Er ist einer von uns geworden, unser Bruder geworden, der sich auf unsere Stufe gestellt hat, der uns liebt und der uns sehr nahe gekommen ist. Ja, so haben wir beide Aspekte in der Bibel immer wieder, dass dort, wo Menschen in Gottes Nähe kommen, die Ehrfurcht wichtig ist. Und Ehrfurcht heißt eigentlich, dass man nicht unbedingt, es geht nicht um Angst, Furcht im Sinne von Angst, obwohl das sicherlich ein bisschen mit reinschwingt, weil die Größe Gottes kann den Menschen Angst machen. Und wenn Menschen in der Nähe Gottes waren, dann hatten sie oftmals Angst gehabt. Und deswegen haben oftmals denn die Engel oder auch Jesus selbst gesagt, fürchtet euch nicht. Ich denke, als bei Bethlehem die Engel dort den Hirten gesungen haben und auch der Engel erschienen ist, die Offenbarung der Größe und der Herrlichkeit Gottes hat ihnen Angst gemacht. Und deswegen hat extra der Engel gesagt, fürchtet euch nicht. Sie müssen nicht Angst haben. Aber es ist immer so, wenn der Mensch in Gottes Gegenwart kommt, dann ist es sogar manchmal so gewesen, dass die Propheten wie tot umgefallen sind, weil sie keine Kraft hatten. Und Jeremia hat gesagt, wehe mir, ich bin unreiner Lippen, denn ich vergehe, ich bin unreiner Lippen. Wenn ein Mensch in Gottes Gegenwart kommt, dann erkennt er die Größe Gottes und seine eigene Fehlerhaftigkeit, Sündhaftigkeit, Nichtigkeit im Vergleich zu Gottes Größe und Gottes Allmacht. Und ich denke, in der Anbetung dürfen wir diesen Aspekt nicht ganz außer Acht lassen. Der ist wichtig. Ja, den finden wir in der Bibel, nicht nur im Alten Testament, finden wir auch im Neuen Testament. Ja, auch der Johannes in der Offenbarung finden wir diese Aspekte auch. Ja, und auch die Anbetungsszenen in der Offenbarung sind da auch wichtig. Ja. Was sagt Gott über die Dinge, die seinem Dienst geweiht sind? Und dort haben wir 3. Mose 27, Vers 28. 3. Mose, Kapitel 27, Vers 28. Dort heißt es, hat jemand nun etwas von seinem Besitz unwiderruflich mir, dem Herrn, geweiht, ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung, ganz gleich, ob Mensch, Tier oder Land, darf er nichts davon zurückerwerben oder an einen anderen verkaufen. Alles, was mir unwiderruflich geweiht wurde, ist besonders heilig. Und das Wort heilig hat hier zwei Bedeutungen. Erstens heißt heilig zu Gott gehörig. Das heißt, es gehört nicht mehr dem Menschen, es gehört nicht mehr zu unserem Bereich, sondern es ist zu Gott gehörig. Deswegen ist auch der Sabbat heilig, weil die anderen 6 Tage sind der menschliche Bereich, unsere Zeit, und der Sabbat, der 7. Tag, ist Gottes Zeit. Die gehört Gott, zu Gott gehörig. Deswegen sind auch die Menschen, die Heiligen, Menschen, die zu Gott gehören. Wir gehören zu Gott. Und in dem Sinne ist es auch so, dass der Mensch, der ohne Gott lebt, gehört zu dieser Welt. Und wir sind nicht von dieser Welt, auch wenn wir noch auf dieser Welt leben. Und heilig heißt auf der einen Seite zu Gott gehörig, aber was zu Gott gehört, ist dann auch in seinem Bereich. Und da hängt auch wieder die Ehrfurcht mit zusammen, dass man das nicht antasten darf, weil es eben Gottes, ja, zu Gott gehört, zu Gottes Allmacht, zu Gottes Regierungsbesitz und zu Gottes Regierung generell. Ja. Warum sollten Mose und Josua ihre Schuhe ausziehen? Der Mose am Dornbusch, 2. Mose 3, Vers 5. Gott sprach hier zu Mose, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Warum war das heiliges Land?
Es war heiliges Land, weil es von Gott, weil Gottes Gegenwart dort war. In diesem brennenden Dornbusch war Gott gegenwärtig. Und Mose stand in der absoluten Gegenwart Gottes. Später war er auch auf dem Berg Sinai in der Gegenwart Gottes. Und hier hat Gott, warum musste er seine Schuhe denn ausziehen, wenn es heiliges Land ist? Ich denke, das war ein Zeichen von Demut, dass er sich dessen bewusst war, dass er in der Gegenwart des heiligen Gottes jetzt ist und er als sündiger Mensch vor Gott steht. Genauso haben wir es auch beim Josua. Josua 5, Vers 15 ist ihm auch Christus erschienen. Und das war ziemlich am Anfang seiner Zeit, als er der Führer Israels war. Und dort heißt es, und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Das heißt also, dort, wo Heiligkeit Gottes sichtbar wird, wo Ehrfurcht angebracht ist, gibt es auch bestimmte Dinge, wie man das zeigt, wie man Ehrfurcht zeigt. Und Ehrfurcht ist nicht nur etwas, was man im Herzen hat. Natürlich sollte die Ehrfurcht erstmal im Herzen sein. Wenn jemand nur äußerlich Ehrfurcht zeigt, aber das nicht im Herzen hat, dann ist das nur Heuchelei. Aber wenn jemand nur im Herzen hat, aber das nicht zeigt, ja, es muss immer auch gezeigt werden. Ja, irgendwo zum Ausdruck gebracht werden. Denn ist das, wenn es nur im Herzen ist, reicht das auch nicht. Ja. Interessant ist jetzt die Einweihung der Stiftshütte und die Einweihung des Tempels. Was dort geschah? 2. Mose Kapitel 40, Vers 34. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und die Wolke war die Gegenwart Gottes. Und wenn die Herrlichkeit Gottes jetzt die Wohnung, das heißt, das ist die Stiftshütte, erfüllt hat, dann heißt es, dass Gott hier den Platz eingenommen hat. Und deswegen war es ja auch so, dass es war hinterher nur noch im Allerheiligsten, diese Herrlichkeit Gottes und auch die Wolke, die dann über dem Heiligtum war. Und deswegen durfte auch der hohe Priester, alle Priester durften nicht in das Allerheiligste hinein, weil dort Gottes Gegenwart war. Und wer dort hineinging, musste sterben. Weil Gottes Gegenwart, wenn ein Mensch in Gottes Gegenwart tritt, kann er nicht leben. Nur wenn Gott ihm vergibt und wenn er mit Gott im Reinen ist. Und hier war es dann eben so, dass Gott einmal im Jahr erlaubt hat, hineinzugehen. Beim Versöhnungstag hat er selber angeordnet. Wenn vorher die Versöhnung und die Vergebung des Priesters, hohen Priesters selbst und auch des ganzen Volkes vom ganzen Jahr gewährleistet war. Und sonst durften sie nicht ins Allerheiligste, weil Gottes Herrlichkeit dort war. Und von daher ist das auch als äußere Zeichen von Gottes Herrlichkeit, dass man dort nicht hineingeht. Das Gleiche haben wir auch beim Tempel, als er eingeweiht worden ist, als Salomo den Tempel fertiggestellt hat und eingeweiht hat. Und da heißt es, und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hintreten konnten, wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Interessant ist übrigens hier, wann das geschah. Das war nicht beim Gebet Salomos, sondern als sie gesungen haben. Ja. Gott ist gnädig, Gott ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig. Da hat Gott geantwortet. Ja, deswegen auch der Gesang, wenn wir singen, ist nicht nur, dass wir ein Lied singen oder zur Überleitung irgendwas singen, sondern wir singen zur Ehre Gottes und wir singen als Anbetung Gottes. Singen ist Anbetung. Und hier ist auch, antwortet Gott, reagiert Gott auf den Gesang. Und auch hier haben wir das Gleiche, dass die Wolke das Haus, den Tempel erfüllt hat. Erstmal hat diese Wolke den gesamten Tempel erfüllt, dass niemand überhaupt hineingehen konnte. Und später war natürlich dann nur noch, wie auch bei der Stiftshütte, das Allerheiligste von Gottes Gegenwart erfüllt. Ja. Aber auch deswegen gab es hier beim Tempel bestimmte Dinge. Nur die Priester durften in das Heilige hinein
Nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste. Auch hier gab es bestimmte Vorgaben, die die Ehrfurcht vor der Größe und Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck gebracht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass diese sichtbare Erfüllung von Gottes Herrlichkeit, das war schon was Besonderes. Ja. Heute erleben wir das kaum noch. Wenn wir heute in der Kapelle weinen, dann habe ich noch nie erlebt, dass eine Wolke auf einmal in der Kapelle drin war. Vielleicht wäre es auch mal wieder nötig, dass man das sieht, wie Gott gegenwärtig ist, dass man ein bisschen mehr Respekt und Ehrfurcht davor hat, vor Gottes Gegenwart. Ja, warum sollten wir dem Haus Gottes Respekt entgegenbringen? Habakkuk 2, Vers 20, dort heißt es, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm alle Welt. Dieses stille Sein vor ihm ist sicherlich ein Ausdruck, dass Gott gegenwärtig ist, dass man Gott handeln lässt. Ich glaube, diese stille Sein hat mehrere Bedeutungen. Das hat sicherlich die Bedeutung erstmal, dass wir mit unseren Überlegungen, mit unseren Lösungen, mit unserem Gedanken vor Gott nichts bewirken können. Ja, Gottes Gedanken sind unendlich viel höher als unsere Gedanken und Gottes Wege als unsere Wege. Und deshalb denke ich, heißt auf Gott hören, auf Gott warten, auf Gottes Stimme hören, dass man selbst stille wird. Wir können nur Gottes Stimme hören, wenn wir selber mal aufhören zu reden, wenn wir in die Stille zu Gott gehen. Und die Stille zu Gott war oftmals der Ort, wo die Propheten, aber auch Jesus selbst, Gottes Gegenwart erlebt hat und haben und hat uns auch Gottes Stimme gehört haben, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Aber der Stille werden heißt, denke ich, auch, dass man aus Ehrfurcht stille ist. Es gibt auch ein Schweigen, wo auch eine gewisse Ehrerbietung, Ehrfurcht damit verbunden ist. Ja. Das heißt also, dass auch bestimmte äußere Dinge damit zusammenhängen, unsere Ehrerbietung, unsere Ehrfurcht, unseren Respekt vor Gott zu zeigen. Da habe ich noch ein interessantes Beispiel letztens gehört, vor ein paar Tagen. Da erzählte mir jemand, dass sein Bekannter eingeladen war zu einem Treffen mit dem Bundespräsidenten. Der hat irgendeine Auszeichnung bekommen. Und dann hat er ein Schreiben bekommen vom Bundespräsidentenamt oder von den Mitarbeitern dort. Und die haben ihm dann genau geschrieben, wie er sich vorbereiten sollte. Nämlich, wie er sich anzuziehen hat, wie er sich anziehen sollte, was er sagen darf und was er nicht sagen darf und wie man den Bundespräsidenten anzusprechen hat. Also es waren genaue Vorgaben und wenn er sich nicht daran gehalten hat oder hätte, dann hätte er nicht hingehen dürfen. Und wenn hier es schon bestimmte Vorgaben gibt, für den Bundespräsidenten zu treffen, frage ich mich, wie viel höher ist Gott der Allmächtige als unser Bundespräsident? Und auch Gott hat manche Vorgaben gegeben, auch in Bezug auf Kleidung, auch in Bezug, was wir sagen sollten, auch in Bezug, was wir nicht sagen sollten. Und ich denke, wir tun uns gut daran, dass wir nicht einfach nur sagen, naja, wir machen halt alles, wie wir uns das selbst vorstellen, sondern man muss auch gucken darauf, was möchte Gott? Was sagt er? Wie es angemessen ist. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie gedrängelt werden oder gedrückt werden oder gezwungen werden, was zu tun, was wir gar nicht wollen und was uns gar nicht gut tut. Ich denke, was Gott uns sagt, ist ja etwas, was für uns gut ist. Was uns gut tut und was angemessen ist und was für Gottes Werk und für Gottes Ehre auch wichtig ist. Und ich denke, alles, was wir tun, ist immer zu Gottes Ehre. Selbst wenn wir davon den Segen haben, ist im Endeffekt immer Gottes Ehre das, was dabei rauskommt. Wie hat Jesus Ehrfurcht vor dem Haus Gottes gezeigt? Markus 11, 15 bis 17. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an, hinauszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker,
ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Nun, es war damals ziemlich drastisch. Damals ging es um den Tempel und ich habe eben schon mal gesagt, man kann es nicht eins zu eins übertragen auf heute, weil der Tempel nicht unsere Kapelle ist. Aber das Prinzip ist schon, denke ich, deutlich. Nämlich, Jesus hat sein Handeln damit begründet, dass er auf den Zweck des Gebäudes zu sprechen gekommen ist. Nämlich, wofür ist der Tempel da? Und er sagt hier ganz klar, es soll ein Bethaus heißen. Und zwar für alle Völker. Und die Juden haben es erstens nur für sich selbst bezogen. Und zweitens haben sie aus dem Bethaus Jesus sagt Räuberhöhle, das war schon sehr drastisch. Aber sie haben daraus ihre Geschäfte, Geschäftemacherei. Ja? Und der Lärm, der damit verbunden war, sowohl von den Geldwechslern als auch von denen, die Opfertiere verkauft haben. Denn es kamen ja immer wieder nach Jerusalem Pilger von weit her, die Tiere nicht selber mitbringen konnten. Und die konnten sich dann die Opfertiere dort vor Ort kaufen. Natürlich zu überhöhten Preisen. Und wenn sie dann noch ausländisches Geld hatten, mussten sie das wechseln. Und dadurch haben die Geldwechsler und die Priester auch immer noch ihre Gewinne damit gemacht. Das heißt also, mit anderen Worten, aus dem Heiligen, was Gott eigentlich zur Sündenvergebung, zur Reinigung für den Menschen gemacht hat, haben sie Geschäfte gemacht, haben sie nur menschlich, irdisch das verändert. Und natürlich auch dann das, was Gott für seinen Tempel vorhatte, nämlich dass man dort beten konnte und verkündigen konnte, war dann nicht mehr möglich. Wer beten wollte, der hat keine Ruhe dafür gehabt und konnte nicht in der Stille mit Gott reden und beten. Und so hat Jesus den Tempel gereinigt. Er hat also die Missstände hat er beseitigt. Und ich denke, dadurch hat er sicherlich auch gezeigt, was Ehrfurcht bedeutet. Dass man den Zweck, wofür etwas da ist, wofür unsere Kapelle da ist, dass man den beachtet und schaut, wie können wir diesem Zweck so nachkommen, dass es auch gut ist und dass auch der wichtigste Zweck. Natürlich gibt es viele Gründe, wofür wir den unsere Kapelle haben, verschiedene Inhalte, womit wir das füllen, aber man darf seinen Hauptzweck damit nicht vernachlässigen und vergessen. Ja, welche Strafe verhängte Gott über Nadab und Abihu? Nadab und Abihu waren zwei Söhne von Aaron. Aaron hatte vier Söhne, die auch Priester waren und auch später hohe Priester werden sollten. Die beiden haben ihr Priesteramt nicht so ausgeführt, wie Gott es vorgesehen hat. Und das heißt, und Aarons Söhne, Nadab und Abihu, nahmen an jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Nun, warum war das nicht erlaubt? Ganz einfach, Gott hatte vorgesehen, wenn man dort vor dem Herrn räuchert, dann musste immer nur das Feuer genommen werden, was Gott selbst entzündet hatte, was dort auf dem Altar immer brannte. Und weil Gott einen Unterschied gemacht hat zwischen dem Heiligen, dem, was Gott gehört, und dem menschlichen, profanen, alltäglichen. Und sie haben das jetzt nicht mehr auseinandergehalten. Das heißt, sie haben das Profane, das irdische Feuer, das fremde Feuer, wie es hier heißt, genommen und haben das in den Tempel reingebracht und haben damit das irdische Sündige mit dem Heiligen vermischt und das nicht mehr unterschieden. Gott hat nicht jede Sünde immer gleich so hart bestraft, aber erstens war es eine Sünde, die die Führer des Volkes hier getan haben, denn die Priester sind Führer des Volkes gewesen. Nicht nur der Hohepriester, auch die anderen Priester, weil sie notwendig waren, dass zwischen dem Volk und Gott Versöhnung stattfand. Ohne Priester gab es keine Versöhnung. Und von daher hat Gott die Sünden von Leitungsträgern immer besonders schnell und heftig auch bestraft und korrigiert. Und hier hat er sie halt, ja, sie sind gestorben, ja, weil sie hier keine Ehrfurcht gezeigt haben, weil sie nicht den Respekt vor Gott gezeigt haben. Und das haben sie dadurch gemacht, indem sie ihr eigenes fremdes Feuer hineingebracht haben. Ja. Und ich habe manchmal den Eindruck, was ist das fremde Feuer heute? Dass heute manches, was nicht Gott gewollt ist, in vielen Gemeinden Gottes
stattfindet. Was das alles sein könnte, könnte man vielleicht lang darüber überlegen. Aber vieles, was gegen Gottes konkrete Hinweise da ist. Es kann sicherlich sein, es können falsche Lehren sein, es können aber auch andere Dinge sein, wo man Menschliches mit Heiligem vermischt. Ich denke, das Entscheidende war hier die Vermischung von Menschlichem mit Heiligen. Und da muss man immer vorsichtig sein. Ja. Das hat Paulus übrigens auch im Neuen Testament auch übertragen, dass er zum Beispiel sagt, beim Abendmahl sagte er, dass das Abendmahl selbst ein heiliges Mahl ist, aber dass die Korinther das vermischt haben mit einem gewöhnlichen Mahl, mit einem profanen Mahl. Und diese Vermischung zwischen gewöhnlichem Mahl und Abendmahl, das hat er hier auch ganz stark hier beschrieben und auch korrigiert und ihnen gesagt, dass sie das ändern müssen, weil hier auch wieder das Profane mit dem Heiligen vermischt wurde. Ja, wie sollen wir Gott dienen? Hebräer 12, Vers 28 und 29. Hier heißt es darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. Natürlich gibt es auch andere Texte, wo steht, dass wir Gott als Abba, unser lieber Vater, anreden dürfen. Aber wir haben beides. Wir haben sowohl die Nähe Gottes, dass Gott unser Vater ist, uns aber auch, und Jesus unser Bruder ist, aber auch Texte wie diesen hier, dass wir in der Anbetung auch mit Scheu und Ehrfurcht. Scheu heißt nicht, dass wir Angst haben vor Gott, aber dass wir das ernst nehmen, was Gott sagt, dass wir Respekt haben vor Gott, dass wir Ehrfurcht zeigen vor Gott, dass wir Gott nicht wie ein Kumpel anreden können, der auf unserer Stufe steht in dem Sinne, sondern dass wir Ehrfurcht und Respekt vor Gott zeigen. Und er begründet das hier, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, das heißt, dass Gott als Herr und Richter dieser Welt die Kontrolle hat und dass wir auch uns ihm unterstellen. Wie sollen wir Gott anbeten? Psalm 5, Vers 8, ich habe die Schlachter 2000 Übersetzung genommen, weil die das noch besser zum Ausdruck gebracht hat, was mir hier wichtig war. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt in Ehrfurcht vor dir. Ja, auch hier wird die Anbetung Gottes mit Ehrfurcht in Verbindung gebracht. Und zwar, die Ehrfurcht wird Gott gegenüber gezeigt, denn Gott ist der Entscheidende, der die Ehrfurcht verdient und unser Respekt. Aber natürlich dann auch Gottes Haus. Nämlich, er spricht hier von dem Haus, von dem Tempel, und dass auch da die Ehrfurcht, die er zu Gott hat, auch auf den Tempel übertragen wird. Ja. In welcher Einstellung sollen wir jetzt zum Haus Gottes gehen? Prediger 4, Vers 17, Hoffnung für alle Übersetzung. Besinne dich, bevor du zum Haus Gottes gehst. Wenn du bereit bist, wirklich auf Gott zu hören, ist das viel wertvoller als die Opfer der Unverständigen. Denn sie wissen nicht, worauf es ankommt. Sie merken nicht einmal, dass sie Böses tun. Das heißt, besinne dich, bevor du zum Hause Gottes gehst, bedeutet, denk darüber nach, was du tust. Mach das nicht nur aus Routine, nicht nur aus, ja, es wurde immer schon so gemacht. Manches, was man so regelmäßig tut, kann auch manchmal dazu führen, dass man die Dinge aus Routine macht, aber nicht mehr darüber nachdenkt, was man überhaupt tut. Und auch manche Dinge dann vernachlässigt, die vielleicht wichtig wären zu beachten. Für wen soll Gottes Haus ein Haus des Gebetes sein? Jesaja 56, Vers 6 und 7. Und die Fremden, die sich zum Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus, und ihr Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Interessant, das ist im Alten Testament gesagt. Natürlich ist mit mein Haus der Tempel gemeint. Aber das kann man natürlich jetzt übertragen im Neuen Testament. Eigentlich, wenn die Juden Jesus angenommen hätten, dann wäre der Jerusalem und auch der Tempel sicherlich zum Mittelpunkt der Welt geworden. Auch wenn man nicht mehr geopfert hätte am Tempel. Aber dass hier für alle Völker
das ein Bethaus geworden wäre. Aber ich denke, Gott möchte alle Menschen zu sich ziehen. Interessant ist übrigens hier, dass er von den, wenn er von den Fremden spricht, das sind ja eigentlich alle Nichtjuden gemeint, also die Heiden. Und er sagt, welche werden kommen zu mir und an meinem Bund festhalten? Er sagt, die, die den Sabbat halten. Also interessant, dass er hier den Sabbat hineinbringt. Die Sabbathalter sind diejenigen, die hier von den Fremden, von den Heiden zu Gott kommen und Gott anbeten und auch sich zu Gottes Volk dazuzählen werden. Und dass Gottes Haus ein Bethaus für alle Völker sein soll. Das heißt also, dass, denke ich, unsere Gotteshäuser, die wir haben, in erster Linie Bethäuser sind oder sein sollen. Natürlich auch, wo Gottes Wort verkündigt wird, wo auch im Gottesdienst gebetet wird, aber auch, wo wir selber beten können. Und wir haben auch den Betskreis, der ist auch wichtig, dass man auch solche Dinge hat, dass Gottes Gemeinde, unsere Kapelle, dass es auch fürs Gebet genutzt wird. Bei welchen Gelegenheiten ist Christus mitten unter uns? Den Text kennen wir alle. Matthäus Kapitel 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das bedeutet, dass Gott unter uns ist. Das heißt nicht überall, wo zwei Gläubige sich treffen, dass Gott unter ihnen ist, sondern wo sie sich in seinem Namen versammeln. In seinem Namen versammeln heißt, wo der Grund des Zusammenkommens ein biblischer, ein religiöser Grund ist, wo man zusammenkommt für den Gottesdienst, wo man zusammenkommt zum Beten, zum Bibellesen, für Bibelstunden, für religiöse Dinge. Ja. Natürlich ist Gott immer da. Wenn wir mit Jesus leben, ist Jesus überall da, wo wir hingehen. Aber wenn er sagt, da bin ich mitten unter ihnen, dann ist was Besonderes gemeint, nämlich eine besondere, spürbare Gegenwart Gottes. Jesu. Und wir haben ja davon gehört, dass wo Gott gegenwärtig war, ob das beim Mose oder beim Josua war, ist auch Ehrfurcht, denke ich, angebracht. Wir haben eigentlich, mit dieser Aussage können wir eigentlich sagen, dass nicht nur ein Ort, wo wir uns treffen, der Gott geweiht ist, wie die Kapelle, heilig ist, sondern eigentlich ist überall, wo sich Gläubige treffen, im Namen Jesu, ist der Ort heilig in dem Moment. Ist die Zeit heilig und der Ort heilig. Weil dort Jesus gegenwärtig ist, unter ihnen ist. Natürlich ist das besonders in der Kapelle, weil die zu diesem Zweck erbaut wurde und auch geweiht wurde. Aber das beschränkt sich nicht nur darauf. Ja, das waren so einige Bibeltexte über Ehrfurcht, über die Hintergründe des Hauses Gottes, über den Grund dessen. Und das schauen wir uns mal an. Das waren jetzt allgemeine Aussagen. Jetzt ist die Frage, wird Ellen White das jetzt übertragen auf unsere Gotteshäuser, auf unsere Kapellen? Und sie hat da einige konkrete Vorschläge gemacht, nicht nur Vorschläge. Sie hat einige Anweisungen uns gegeben. Und das, was sie sagt, ist auch nicht ihre Meinung, sondern wir glauben, dass sie inspiriert ist, dass Gott ihr manche Dinge gesagt hat. Und das, was sie sagt, ist sehr deutlich. Es gibt manche Aussagen von ihr, wie gesagt, die sind mehr aufbauend, aber hier hat sie manchmal Worte, die wir vielleicht als hart empfinden. Aber sie sagt es, Gott sagt es uns. Manchmal brauchen wir auch Worte, die uns aufrütteln, die uns zeigen, was wir tun sollten. Und zwar, ich möchte vor allen Dingen, es gibt ein Kapitel in dem Buch Zeugnisse Band 5, gibt es ein Kapitel über, das ist beschrieben, das Betragen im Hause Gottes. Ja, Kapitel 55, ab Seite 518 im Deutschen. Und da möchte ich einige Sätze und Absätze daraus zitieren, weil ich denke, da bringt sie das zum Ausdruck, was wir eben biblisch angeschaut haben. Die Unterstreichungen, die hier vorgenommen wurden, habe ich selber gemacht. Das sind also meine persönlichen Unterstreichungen, weil ich einfach mal, wenn man so einen langen Text hat, dann ist es manchmal schwierig, dem zu folgen. Was will das überhaupt sagen? Und wenn ich das unterstrichen habe, dann habe ich diese Punkte, worauf es drauf ankommt, unterstrichen, dass man die auch schnell erfassen kann und auch schneller sehen kann und deswegen besser inhaltlich dem auch folgen kann. Ja, also ich zitiere jetzt Zeugnisse Band 5, Kapitel 55, ab Seite 518. Das Betragen im Hause Gottes.
Der demütigen, gläubigen Seele ist das Haus Gottes auf Erden die Pforte des Himmels. Der Lobgesang, das Gebet und die Worte, die von Christi Stellvertretern gesprochen werden, sind die von Gott bestimmten Mittel, um ein Volk für die Gemeinde droben vorzubereiten. Für jeden erhabeneren Gottesdienst, dem nichts Unreines beiwohnen kann. Das ist interessant. Also ich staune immer wieder, wie Ellen White, wenn sie über solche praktischen Dinge spricht, erstmal Grundlagen sagt, wozu ist überhaupt der Gottesdienst da? Und einen Punkt, also da habe ich noch nie drüber gepredigt, müssen wir mal eine Predigt drüber halten. Ne? Ich denke, wird man sicherlich was finden, dass unsere Gottesdienste uns vorbereiten sollen, dass wir in die himmlische Gemeinde aufgenommen werden können. Ja. Wie geht das? Ja, wie können wir durch unsere Gottesdienste vorbereitet werden, in den Himmel, in die himmlische Gemeinde bereit zu werden? Und ich denke, das tut sich jetzt in den nächsten Absätzen dann zeigen. Von der Heiligkeit, die mit dem irdischen Heiligtum verbunden war, können Christen lernen, wie sie den Ort betrachten sollen, an dem der Herr sich mit seinem Volk vereint. Das, was ich eben schon mal gesagt habe, der Tempel ist nicht eins zu eins zu übertragen auf unsere Kapelle, aber Ellen White sagt hier deutlich, was Gott damals gesagt hat mit dem irdischen Heiligtum, die Herrlichkeit und die Ehrfurcht, daraus, das können wir was übertragen, daraus können wir lernen für uns. Sie sagt weiter, bezüglich des Gottesdienstes haben sich die Gebräuche und Gewohnheiten des Volkes sehr geändert, und zwar nicht zum Guten, sondern zum Schlechteren. Die köstlichen, heiligen Dinge, die uns mit Gott verbinden, verlieren schnell ihren Einfluss auf unser Gemüt und Herz und werden gewöhnlichen Dingen gleichgestellt. Interessant ist, was sie hier bringt. Erstens, sie sagt, die Veränderungen, die es zu ihrer Zeit schon gab, sind nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren geworden. Und zweitens sagt sie hier, genau das, was auch bei Nadab und Abihu der Fall war, dass heilige Dinge mit gewöhnlichen Dingen gleichgestellt werden, vermischt werden. Und dass sie das als nicht gut hier beschreibt. Sie sagt weiter, die Ehrfurcht, die das Volk vor all das, vor dem Heiligtum hatte, wo es sich in heiligen Dienst Gott nahte, ist fast verschwunden. Gott aber gab selbst die Anordnung für seinen Dienst und erhob ihn hoch über alles Vergängliche. Das Heim ist das Heiligtum für die Familie. Das Kämmerlein oder das Gehölz, der heimliche Ort für persönliche Anbetung. Aber das Versammlungshaus ist das Heiligtum für die Gemeinde. Es sollten Regeln in Bezug auf die Zeit, den Ort und die Art und Weise des Gottesdienstes bestehen. Nichts, was heilig ist, nichts, was zum Gottesdienst gehört, darf achtlos oder gleichgültig behandelt werden. Damit Menschen den Ruhm Gottes am besten verkündigen können, muss ihr Umgang so beschaffen sein, dass ihr Gemüt stets das Heilige vom Alltäglichen unterscheiden kann. Es ist interessant, dass sie hier auch wieder davon spricht, das Heilige vom Alltäglichen, also das Profane, vom Alltägliche, vom Heiligen unterscheiden. Also das Alltägliche dürfen wir natürlich im Alltag, müssen wir im Alltag ja auch ausleben. Wir müssen arbeiten und zu Hause im Alltag leben, aber man muss das halt unterscheiden, diese beiden Dinge. Ja. Und sie spricht eben auch davon, dass es gewisse Ordnungen geben sollte, gewisse Regeln geben sollte für das, was wie wir Gottesdienst haben und was mit der Gemeinde, mit dem Gebäude auch geschieht. Das Versammlungshaus, sagt sie, das Versammlungshaus ist das Heiligtum für die Gemeinde. Sie schreibt weiter, Menschen mit weitherzigen Ansichten, edlen Gedanken und Bestrebungen unterhalten Verbindungen, die dem Nachsinnen über göttliche Dinge förderlich sind. Glücklich sind die zu nennen, die ein Heiligtum haben, sei es prächtig oder gering, in der Stadt oder in rauen Bergeshöhlen, in der niedrigsten Hütte oder in der Wüste, in der Wildnis. Wenn es das Beste ist, was sie für ihren Herrn errichten können, wird er den Ort durch seine Gegenwart heiligen und er wird dem Herrn der Herrscharen heilig sein. Wenn die Gläubigen den Versammlungsraum betreten, so sollten sie dies mit Anstand tun und sich ruhig an ihre Plätze begeben. Befindet sich im Raum ein Ofen,
dann schickt es sich nicht, sich in ehrfurchtsloser, nachlässiger Weise um den Ofen zu versammeln. Gewöhnliche Gespräche, Flüstern und Lachen sollten niemals im Gotteshaus geduldet werden, weder vor noch nach dem Gottesdienst. Also hier oben spricht sie erstmal noch im oberen Absatz, dass es gut ist, wenn wir ein Gotteshaus haben. Schön, wenn wir so ein Gebäude haben. Wenn es nicht mehr möglich sein sollte, kann man auch andere Orte haben, ob das eine Bergeshöhle ist oder was auch immer, wo auch Gottes Gegenwart dann sichtbar ist. Und ja. Und dann spricht sie aber jetzt von unserem Versammlungsraum, wenn wir einen haben, wie wir uns jetzt verhalten sollten. Sie sagt, mit Anstand und ruhig sich an den Platz begeben. Das heißt, vor dem Gottesdienst ist das. Ja. Die Sache mit dem Ofen ist sehr interessant. Sie war immer sehr praktisch. Damals war es nämlich so, zu ihrer Zeit in Nordamerika, dass man meistens keine, sie hatten keine Zentralheizung, sondern haben einen Ofen gehabt, der stand meistens in der Mitte vom Raum. Und im Winter haben sie natürlich den Ofen geheizt. Und wenn dann die Geschwister gekommen sind, natürlich war es noch manchmal nicht so ganz warm im Raum. Und dann haben sie sich um den Ofen gestellt und ihre Schwätzchen gehalten um den Ofen rum. Und da konnte der Gottesdienst nicht in der andächtigen Weise beginnen, wie es eigentlich hätte sein sollen. Deswegen sagt sie, sollte man nicht tun. Ja. Aber dann hat sie das wieder auch allgemein genannt. Und zwar, wenn sie jetzt hier sagt, gewöhnliche Gespräche, Flüstern und Lachen sollte niemals im Gotteshaus geduldet werden, meint sie nicht das gesamte Haus, also nicht, wenn wir von draußen reinkommen, dass wir ab da nicht mehr reden und lachen dürfen, sondern ich denke den Gottesdienstraum, den Raum hier, wo wir jetzt drin sind. Das heißt, dass man dort einen Unterschied machen sollte zwischen dort, wo der Gottesdienst stattfindet, Gottesdienstraum und Nebenräume oder das Foyer, wo man hinkommt, wo man allgemein auch das nutzt. Ja. Sie sagt weiter, inbrünstige, wahre Frömmigkeit sollte die Anbeter kennzeichnen. Müssen einige bis zum Beginn des Gottesdienstes warten, dann sollten sie in stiller Betrachtung den wahren Geist der Andacht bewahren und ihre Herzen im Gebet zu Gott erheben, damit der Gottesdienst an ihren Herzen zu einem besonderen Segen werden und zur Überzeugung und Bekehrung anderer Seelen führen möge. Sie sollten bedenken, dass sich himmlische Boten an dieser Stätte befinden. Wir verlieren alle viel von der herrlichen Gemeinschaft mit Gott durch unsere Unruhe und weil wir Augenblicke der Besinnung und des Gebetes nicht auskaufen. Der geistige Zustand muss oft überprüft und Herz und Gemüt der Sonne der Gerechtigkeit geöffnet werden. Wenn die Menschen mit wahrer Ehrfurcht vor dem Herrn in das Haus Gottes kommen und daran denken, dass sie sich in seiner Gegenwart befinden, dann wird die Stille von einer süßen Beredsamkeit zeugen. Interessant, dass sie dann eben sagt, wenn man vor dem Gottesdienst früher da ist, dann sollte man im stillen Gebet mit Gott reden. Und zwar, sie sagt, dass diese innere Vorbereitung des Herzens dazu beiträgt, dass wir Gott begegnen. Das ist sehr interessant. Ich habe auch das letztens mal studiert, wenn sie davon spricht, von den Konferenzen. Die Konferenzen waren damals oftmals, sie hatten oftmals diese Camp-Meetings. Wir würden heute so sagen bei uns, das sind so Josua-Camp oder Asi-Tagung oder was es da so gibt. Das sind Gelegenheiten, wo Gott besonders durch seinen Heiligen Geist wirken möchte. Und deswegen sagt sie uns, die Wirkung, die von diesen Camp-Meetings, von diesen Versammlungen, von den großen Versammlungen ausgehen, hängt ganz stark davon ab, wie jeder Einzelne sich innerlich darauf vorbereitet. Wenn man einfach nur hingeht und sagt, mal gucken wir mal, was da kommt, wer da spricht und wie gut das ist, was er jetzt wieder erzählt, dann wird das wenig Einfluss haben und Eindruck machen. Aber wenn man sich selbst innerlich vorbereitet, wenn man schaut, wie bin ich mit Gott im Reinen, ja, dass ich um Gottes Gegenwart bitte, dass ich um Sündenvergebung für mich bitte, dass ich darum bitte, dass der Heilige Geist jetzt unter uns ist und dass er an den Herzen der anderen wirkt, das wird einen Unterschied machen. Es ist interessant, dass Ellen White, wenn man das sich mal anschaut, in dem Buch, wo sie über ihre eigene Geschichte geschrieben hat, dass sie oftmals schreibt, dass sie gespürt hat, dass der Heilige Geist oder Gottes Gegenwart nicht da war. Und manchmal hat sie sogar auch, wenn sie angefangen hat zu predigen und sie hat gemerkt,
Gottes Geist wirkt nicht. Dann hat sie aufgehört zu predigen und sie haben ein geistiges Lied gesungen und sie haben gebetet. Und dann hat sie aber einmal gemerkt, jetzt hat der Heilige Geist gewirkt, jetzt ist er da. Und ich frage mich manchmal, merken wir das überhaupt noch? Ob der Heilige Geist da ist oder nicht? Ob er wirkt oder nicht wirkt? Ob er unsere Herzen ergreift oder nicht ergreift? Ich denke, wir spüren oftmals die Gegenwart Gottes und des Heiligen Geistes. Aber ich glaube, dass das oftmals auch damit zusammenhängt, wie wir innerlich bereit sind. Und diese Dinge, dass wir zum Beispiel Stille vorher haben oder auch im stillen Gebet mit Gott verbunden sind, das nützt gar nichts, wenn wir das nicht vom Herzen her tun. Also wenn wir das nur äußerlich machen, hat das überhaupt keine Wirkung. Im Gegenteil, das wird das noch verschlimmern. Wenn wir aber den inneren Wunsch haben, Gott näher zu kommen, wenn wir den inneren Wunsch haben, dass wir jetzt Gott begegnen und dann den Wunsch haben, von Gott gesegnet zu werden, Gottes Gegenwart zu erleben und zu spüren im Gottesdienst, dann wird es einen Unterschied machen. Deswegen ist es beides wichtig. Und sie schreibt von beidem, die Herzenshaltung, aber auch von der Herzenshaltung auf die äußere Haltung. Beides gehört zusammen. Ja. Deswegen der eine Satz, den habe ich ganz unterstrichen. Wir verlieren alle viel von der herrlichen Gemeinschaft mit Gott durch unsere Unruhe und weil wir Augenblicke der Besinnung und des Gebetes nicht auskaufen. Ja. Unsere Augenblicke der Besinnung und des Gebetes sind zum Beispiel gerade Augenblicke vor dem Gottesdienst, aber auch nach dem Gottesdienst, wo man einfach mit Gott verbunden ist und in der Besinnung sich vor Gott besinnt. Ja. Und interessant ist auch, dass sie sagt, wir sollten bedenken, dass sich himmlische Boten an dieser Stätte befinden. Das heißt, dass wir sozusagen schon in der himmlischen Gemeinde, dass sie mit dabei ist. Und in dem Sinne, das meint sie jetzt nicht einfach, weil Engel sowieso immer bei uns sind, sondern im Sinne von Ehrfurcht. Ja, deswegen sagt sie, spricht sie unten auch von wahrer Ehrfurcht. Ja, es gibt auch falsche Ehrfurcht, wo man nur äußerlich irgendetwas tut. Die wahre Ehrfurcht ist, dass wir unsere Herzen Gott unterstellen und von Gott abhängig sind und Gott bitten, jetzt unter uns zu sein und seine Gegenwart zu spüren. Sie schreibt weiter. Flüstern, Lachen und Sprechen, in denen an einem anderen Ort durchaus nichts Unrechtes zu liegen braucht, sollten niemals in dem Hause erlaubt werden, in dem der Herr angebetet wird. Und ich denke, hier meint sie wieder mit dem Haus, ich würde das auf uns heute übertragen, unsere heutige Situation, Gottesdienstraum. Das Gemüt muss vorbereitet werden, das Wort Gottes zu hören, damit dieser Eindruck machen kann und wirklich das Herz beeinflussen kann. Der Prediger sollte mit ernster, feierlicher Miene in das Gotteshaus eintreten. Sobald er das Sprechpult erreicht hat, sollte er sich in stillem Gebet vor Gott beugen und ihn ernstlich um Hilfe bitten. Welch einen Eindruck wird dies machen? Feierliche Ehrfurcht wird über die Versammelten kommen. Ihr Prediger redet mit Gott. Er befiehlt sich Gott an, ehe er es wagt, vor die Gemeinde zu treten. Feierlicher Ernst ruht auf allen und die Engel Gottes kommen sehr nahe. Ja, hier hat sie vor oben nochmal, in dem Zitat nochmal gesagt, dass es einen Unterschied macht zwischen dem Ort, den sie als heilig bezeichnet, nämlich Gottes Haus, Gottes Anbetungsraum, und anderen Orten, wo Flüstern, Lachen und Sprechen natürlich nichts Böses sind. Es ist sogar was Schönes, wenn man miteinander spricht, Kommunikation hat, wenn man sich freuen kann. Das ist etwas Gutes. Ja. Dann hat sie hier das stille Gebet vor der Predigt erwähnt. Und das ist interessant. Also ich muss sagen, dieses stille Gebet vor der Predigt habe ich nur in der Adventgemeinde gesehen. Ich habe noch keine Kirche irgendwo gesehen, die das auch machen. Was man bei den Charismatikern feststellt, dass sie ständig sich die Hände auflegen und auch dem Prediger vor der Predigt die Hände auflegen, aber da steht weder in der Bibel noch mal Ellen White sagt das was davon. Aber diese Gewohnheit, der stille Gebet, wo der Prediger vorne stilles Gebet spricht oder flüstert, und die Gemeinde, übrigens, wenn wir stille Gebet haben, sollte die Gemeinde nicht nur bis 20 zählen und warten, bis das Gebet fertig ist, sondern das sollte jeder nutzen, auch im Stillen zu Gott zu reden und um Gottes Segen für diese Predigt, für diese Stunde zu beten. Ja? Deswegen, dass jeder die Gelegenheit hat,
zu beten. Und wenn dann eben 50 beten, stille Gebete, dann ist das, denke ich, was anderes, als wenn nur ein Gebet gesprochen wird. Ja. Und ich finde es sehr schön, dass das, was sie hier anregt, ich gehe davon aus, dass das damals zu ihrer Zeit nicht allgemein üblich war, sondern sie hat das angeregt und hat gesagt, es wäre gut und das sollte man so machen. Der Prediger sollte das tun. Ja, und dass das dann übernommen worden ist und bis heute Gepflogenheit ist. Dass es bis heute eine Tradition ist. Aber es sollte nicht nur eine Tradition sein, sondern sie sagte ja auch, welche Wirkung das hat. Ja, dass es auch eine Wirkung hat auf die Gemeinde, auf die Versammelten, auf die Predigt selbst und auch, denke ich, auch die Menschen, die jetzt noch nicht bekehrt sind, dass auch die vom Heiligen Geist angesprochen werden. Ja. Sie sagt weiter, jeder in der Versammlung, der Gott fürchtet, sollte sich mit gebeugtem Haupt in stillem Gebet vor ihm vereinen, damit der Herr die Versammlung durch seine Gegenwart ehren und der von menschlichen Lippen verkündigten Wahrheit Kraft verleihen möge. Wird die Versammlung mit einem Gebet eröffnet, dann sollte sich jedes Knie in der Gegenwart des Heiligen beugen und sich jedes Herz in stiller Weihe zu Gott erheben. Die Gebete des treuen Andächtigen werden erhört und die Predigt seines Wortes wird wirkungsvoll sein. Die leblose Haltung der Anbeter im Hause Gottes ist eine der hauptsächlichsten Ursachen, weshalb die Predigt nicht mehr Gutes schafft. Das aus vielen Herzen in klaren, deutlichen Worten erklingende Lied ist eines der Mittel Gottes zur Rettung von Seelen. Der ganze Gottesdienst sollte mit Feierlichkeit und Ehrfurcht durchgeführt werden, als wäre der Herr der Gemeinde sichtbar zugegen. Ja, das heißt, hier haben wir das nochmal beschrieben, also auch was mit dem stillen Gebet zusammenhängt, aber auch generell das Gebet vor der Predigt. Und ich muss wirklich sagen, ich komme ja viel rum und predige hier und dort in verschiedenen Gemeinden. Und ich merke einen deutlichen Unterschied zwischen den Gemeinden. Und zwar von der Wirkung der Predigt. Manchmal predige ich und ich habe den Eindruck, ich könnte aufhören zu predigen und könnte gehen und ja, es nützt überhaupt nichts. Es trifft niemanden und niemand ist offen und die Herzen sind alle zu. Es ist die gleiche Predigt, genau die gleiche Predigt, die ich vielleicht in der einen Gemeinde A halte wie in der Gemeinde B. In der einen Gemeinde merke ich, wie das gesprochene Wort auf fruchtbaren Boden fällt, wie die Herzen sich öffnen und wie sie mitgehen und sich auch davon ansprechen lassen. Und das auch innerlich mit gut heißen und mit denken und ja. Und bei anderen merke ich, wo nichts geschieht. Das hängt sicherlich mit der Herzenseinstellung zusammen, aber es hängt aber auch damit zusammen, wie man dann auch sich vor Gott vorbereitet. Dass die Predigt seines Wortes, wie es hier unterstrichen ist, wirkungsvoll auch ist. Ja, und die leblose Haltung, ich denke, die Übersetzung ist an der Stelle nicht gut. Eigentlich müsste man hier sagen, die laue Haltung, ja, ist eine der Hauptursachen, warum die Predigt nicht mehr Gute schafft. Natürlich ist nicht nur die Predigt die Gute schafft, auch Seminare, Bibelstunden und Gebetsstunden und so weiter sind auch dafür da. Aber die Predigt, sagt die Bibel selber, ist eines der Mittel, wodurch der Glaube entfacht wird, gestärkt wird und auch hervorgerufen wird. Ja. Ein Satz, denke ich, der ist hier der letzte Satz, den sollten wir schon bedenken. Der ganze Gottesdienst sollte mit Feierlichkeit und Ehrfurcht durchgeführt werden, als wäre der Herr der Gemeinde sichtbar zugegen. Das heißt, so als ob Gott selbst sichtbar wäre hier. Ich denke, wenn wir im Himmel sein werden und Gott sehen und ihn ehren und ihn anbeten, ich glaube, das wird eine ganz andere Stufe der Ehrfurcht, Lob und Ergriffenheit und Erhabenheit sein, was wir hier haben und erleben. Aber wenn Feierlichkeit und Ehrfurcht dabei ist, dann ist auch sind das die Dinge, die Ellen White hier nennt, die das zeigen, dass wir Gottes Gegenwart wollen, wünschen und auch wahrnehmen. Und ich muss sagen, in vielen Gelegenheiten erlebt man das tatsächlich. Das erlebe ich sehr häufig beim Abendmahl, dass man beim Abendmahl wirklich merkt und erlebt, Gott ist da, Jesus ist unter uns, man spürt Gottes Gegenwart. Und interessant ist auch übrigens immer genau dann, wenn man das spürt,
dass dann auch eine gewisse Feierlichkeit und Ehrfurcht im Raum zu spüren ist. Aber es sollte nicht nur so sein, dass wenn man Gottes Gegenwart spüren, dass dann die Feierlichkeit und Ehrfurcht automatisch da ist, als Folge der Gegenwart, sondern wir können auch selbst was dafür tun, dass wir auch die Ehrfurcht und Feierlichkeit zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel, dass wir die Handys ausschalten im Gottesdienst. Das ist ein Teil. Ich weiß nicht, wenn der Bundespräsident hier wäre und wir würden dann ständig, ja, wir haben mit ihm Kontakt und dann wollen wir ihm gerade die Hand reichen und kommt ein Anruf und dann sage ich, Moment mal, ich muss mal eben hier mal einen Anruf tätigen. Ne? Also das würden wir natürlich nicht machen. Ja. Deswegen ist immer die Frage, ja, wie drücken wir die Ehrfurcht aus? Ja. Ich muss sagen, als ich so Kind war und Teenie war, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich war eigentlich immer im Gottesdienst. Und seit ich denken kann, seit ich geboren wurde, ja, ich bin in einem adventistischen Elternhaus aufgewachsen. Und als ich so Teenie war, da habe ich mit meinen Freunden im Gottesdienst, haben wir immer Predigt gesessen, aber wir haben oftmals getuschelt und irgendwas anderes gemacht, uns mit anderen Sachen beschäftigt. Und ich muss sagen, hinterher habe ich mich dafür geschämt. Ja. Aber als Teenie achtet man da nicht drauf. Und da ist das ja, weil vielleicht, was da gesagt wird, über den Köpfe rübergehen und irgendwie ist das einem nicht wichtig. Aber ich denke, dass es ist auch eine Form von Respektlosigkeit, wenn man dann einfach andere Sachen macht, ja, und irgendwie sich mit anderen Sachen beschäftigt. Ellen White schreibt weiter. Bei der Verkündigung des Wortes sollt ihr, liebe Geschwister, daran denken, dass ihr der Stimme Gottes durch seinen berufenen Diener lauscht. Hört aufmerksam zu. Schlaft keinen Augenblick. Wenn ich hier vorne bin, dann sieht man ab und zu schon mal, wenn jemand einschläft. Ne? Aber ich weiß, und deswegen erlaube ich mir auch kein Urteil, ich weiß, dass manche auch die Augen schließen, um sich besser zu konzentrieren. Nicht jeder, der die Augen geschlossen hat, schläft auch. Ja? Von daher ist das also, müsst ihr euch nicht schämen, wenn ich mal sehe, wenn ihr die Augen geschlossen habt. Und manchmal ist es auch so, das geht mir manchmal auch so, wenn ich gerade Schlafmangel habe und wenn ich selber predige, bin ich noch nie dabei eingeschlafen. Aber wenn ich bei einer Predigt gesessen bin und einem anderen zugehört habe und ich hatte wenig Schlaf, dann musste ich manchmal auch mit dem Schlaf kämpfen. Das ist menschlich. Aber schlaft keinen Augenblick, sagt Ellen White. Ihr könntet dadurch gerade die Worte verlieren, die ihr am nötigsten habt. Worte, deren Beachtung eure Füße davor bewahren würde, verkehrte Wege einzuschlagen. Satan und seine Engel sind eifrig bemüht, die Sinne zu lähmen, damit die Mahnungen, Warnungen und Tadeln nicht gehört werden oder wenn sie gehört werden, keinen Eindruck auf das Herz machen und das Leben nicht verändern. Manchmal kann ein kleines Kind die Aufmerksamkeit der Hörer so sehr in Anspruch nehmen, dass der köstliche Same nicht auf guten Boden fällt und keine Frucht bringt. Manchmal haben junge Leute so wenig Ehrfurcht vor dem Haus Gottes und dem Gottesdienst, dass sie sich während der Predigt ständig unterhalten. Das habe ich früher auch gemacht, muss ich gestehen. Es war aber nicht gut. Es war nicht richtig, ja. Interessant ist, es gibt, wenn wir Gottesdienst haben, gibt es manchmal Störungen. Das kommt vor. Natürlich sollten wir alles tun, um Störungen, soweit es geht, zu vermeiden. Weil Störungen die Aufmerksamkeit der Zuhörer vom Wort ablenken können. Und manchmal ging es mir auch schon so, dass bei manchen Störungen auch ich als Sprecher auf einmal Mühe hatte, den Faden beizubehalten. Aber es gibt Störungen. Man kann nicht alle Störungen immer vollkommen ausschließen. Wenn wir Kinder haben, dann sind Kinder nicht immer geräuschlos. Und deswegen muss man manchmal auch manche Geräusche von Kindern auch mal ertragen. Deswegen platzieren wir auch unsere Eltern mit Kindern nicht in die erste Reihe, weil das sonst natürlich noch viel mehr ablenken würde. Aber von daher ist es, denke ich, auf der anderen Seite natürlich sollten auch die Eltern schauen, dass auch die Kinder sich möglichst still beschäftigen. Es ist möglich. Ja. Oder wenn sie laut sind, auch im Mutter- und Kindraum gehen oder so weiter, ne, und da auch dann das nutzen. Aber deswegen, Störungen können
die Atmosphäre im Gottesdienst verschlechtern und auch ja, irgendwo auf, runterbringen. Ja? Übrigens auch die Sache mit Übersetzungen zum Beispiel. Ja? Wenn irgendwo übersetzt wird, dann ist es manchmal notwendig, weil vielleicht jemand die Sprache nicht kann. Aber man muss immer schauen, wie jemand das so machen kann, dass es dass keine anderen dabei gestört werden. Ja? Und da muss man immer gucken, wie kann man das so regeln, dass der Störfaktor möglichst reduziert wird oder ganz ausgeschlossen wird, aber trotzdem irgendwo das, was notwendig ist, wenn jemand eine Übersetzung braucht, dann braucht er die Übersetzung, dass man das dann trotzdem haben kann. Und da muss man immer schauen, wie findet man Lösungen, die das dann auch möglich machen. Aber deswegen, Ellen White spricht es aus und spricht es an dieser Stelle, dass es wichtig ist, darüber sich Gedanken zu machen. Könnten Sie die Engel Gottes sehen, die auf Sie herabblicken und Ihr Tun aufzeichnen, dann würden Sie mit Scham und Abscheu vor sich selbst erfüllt werden. Da ging es gerade darum, die jetzt während des Gottesdienstes da mit seinem Tuscheln und gar nicht aufpassen und gar nicht zuhören. Gott verlangt aufmerksame Hörer. Während die Leute schliefen, kam Satan und säte sein Unkraut. Wenn der Segen erteilt wird, sollten alle sich noch still verhalten, als ob sie sich fürchteten, den Frieden Christi zu verlieren. Ohne Drängen oder lautes Reden, in dem Bewusstsein, dass sie sich in der Gegenwart Gottes befinden und sein Auge auf ihnen ruht und dass sie wie in einer sichtbaren Gegenwart handeln müssen, sollten alle hinausgehen. In den Gängen sollten sich keine Gruppen ansammeln, um sich zu begrüßen oder zu unterhalten, sodass andere nicht hinausgehen können. Im Bereich des Gotteshauses sollte heilige Ehrfurcht herrschen. Ich denke, hier ist mit Gotteshaus auch wieder gemeint Gottesdienstraum auf uns bezogen. Ja. Interessant ist jetzt, was sie sagt, wie man sich nach dem Gottesdienst verhalten sollte. Sie sagt nicht, man darf sich nach dem Gottesdienst nicht begrüßen oder unterhalten, sagt sie nicht. Aber sie sagt, man soll es nicht in den Gängen tun und nicht im Gottesdienstraum tun. Ja, alle sollten hinausgehen, und zwar ohne Drängen, ohne lautes Reden. Sie sollten ruhig und still hinausgehen. Ja, und draußen kann man sich unterhalten. Ich denke, Gemeinschaftsunterhaltung ist wichtig. Die Gemeinde lebt von der Gemeinschaft untereinander. Wenn wir nur kommen würden und würden uns alle nur anschweigen und dann wieder gehen und keiner hat mit dem anderen an Bord geredet, das würde nicht gut sein. Es würde keinen Sinn machen. Könnten wir auch gleich alle zu Hause an einem Zoom sitzen und nur von zu Hause aus zu gucken. Wir brauchen den Kontakt untereinander. Das Mitgefühl und das Miteinander reden und Anteil nehmen und gemeinsame Gebet. Aber die Frage ist immer, wann und wie und wo. Beides brauchen wir. Wir brauchen die Ehrfurcht, die Stille und wir brauchen das Unterhalten. Die Frage ist immer, wo unterhält man sich und wo ist man still? Ellen White sagt weiter, er sollte nicht zu einem Ort herabgewürdigt werden, um alle Freunde zu treffen, alltägliche Gedanken auszutauschen oder weltliche Geschäftsangelegenheiten zu verhandeln. Solche Dinge sollten außerhalb des Gotteshauses, ich habe hier in Klammern geschrieben, Gottesdienstraumes bleiben. Gott und die Engel sind an manchen Orten durch sorgloses, lautes Reden und Lachen und durch Scharren mit den Füßen, was steht da, entehrt worden. Ihr Eltern, erhöht den Maßstab des Christentums in den Gemütern eurer Kinder. Helft ihnen, Jesus in ihrer täglichen Erfahrung einzubeziehen. Lehrt sie, die höchste Ehrfurcht vor dem Haus Gottes zu haben und zu verstehen, dass sie das Haus Gottes mit empfänglichen Herzen und mit Gedanken etwa folgende Art betreten sollten. Hier ist Gott. Dies ist sein Haus. Ich muss reine Gedanken und die heiligsten Beweggründe haben. Jetzt erstmal nochmal zu dem ersten Absatz. Das heißt, sie sagt, wir dürfen Freunde treffen, wir dürfen uns unterhalten, aber das sollte außerhalb des Gottesdienstraumes geschehen. Ja. Und sie sagt dann, und das ist schon, denke ich, sollte man ernst nehmen, Gott und die Engel sind durch dieses sorglose, laute Reden, durch Lachen und durch Scharren in den Füßen, wir haben hier Teppich, da hört man das Scharren mit den Füßen nicht so, entehrt worden. Ich weiß nicht, wie sie damals mit den Füßen geschart haben.
Das weiß ich nicht, wie man das. Ja, aber es ist wohl gemacht worden damals, ja. Das heißt, es ist immer die Frage, wo können wir wie uns verhalten? Beim zweiten geht es jetzt darum, dass die Eltern ihren Kindern das schon vermitteln sollten. Das heißt, dass die Kinder schon lernen, auch Ehrfurcht und Respekt vor dem Gottesdienstraum zu haben, vor dem Hause Gottes zu haben. Und sie beginnen mit einem Gedanken, was man sozusagen den Kindern sagen sollte, und da geht gleich auf der nächsten Folie weiter. Ich lese nochmal. Hier ist Gott, dies ist sein Haus. Ich muss reine Gedanken und die heiligsten Beweggründe haben. In meinem Herzen dürfen kein Stolz, kein Neid und keine Eifersucht, kein böser Argwohn, kein Hass oder Betrug sein. Denn ich trete in die Gegenwart des heiligen Gottes. Dies ist der Ort, an dem Gott seinem Volk begegnet und es segnet. Der Erhabene und Heilige, der in der Ewigkeit wohnt, blickt auf mich, erforscht mein Herz und sieht die geheimsten Gedanken und Taten meines Lebens. Erstmal bis dahin. Ich denke, was hier oben steht, könnte den Eindruck erwecken, dass wir sagen, naja, wer kann denn überhaupt zu Gott kommen? Wenn wir nur so zu Gott kommen sollen, dass wir ja das alles nicht haben dürfen. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wenn wir in Gottes Gegenwart treten, wenn wir zum Gottesdienst kommen, dass wir vorher auch um Sündenvergebung beten, dass Gott unsere Herzen reinigt. Ja? Und dass er auch, wenn solche Dinge wie Streit und Stolz und Eifersucht in unserem Herzen sind, dass Gott das wegnimmt. Ich denke, die Jünger, als sie mit Jesus zum Passafest gegangen sind, zum Abendmahl, da hatten sie das alles in ihrem Herzen drin. Und es war auch keine ehrfurchtsvolle Stimmung unter ihnen. Aber als Jesus dann mit ihnen gesprochen hat, als Jesus ihre Füße gewaschen hat, hat sich das geändert. Sie waren bereit, sie haben ihre Herzen geöffnet. Und darum geht es, dass wir zu Gott kommen, dass wir um Vergebung bitten für da, wo wir nicht recht waren. Und wenn wir um Vergebung gebeten haben, sagt Ellen White, dann sind wir so vor Gott, als ob wir nie gesündigt hätten. Das heißt, wir sind rein vor Gott. Und dass wir dann bereit sind, auch Gottes Geist in unserem Herzen uns anrühren zu lassen. Dass wir uns ansprechen lassen. Dass wir offen sind für das, was Gott uns sagen möchte. Und jetzt sagt sie weiter, es ist kein Wunder, dass unsere Gemeinden schwach sind und in ihren Reihen die tiefe, ernste Gottesfurcht fehlt, die man dort finden sollte. Unsere gegenwärtigen Gewohnheiten und Gebräuche entehren Gott und ziehen das Heilige und Himmlische auf die Ebene des Alltäglichen herab. Sie zeugen gegen uns. Hier ist wieder die gleiche Argumentation, die sie wieder sagt, wir sollten schauen, dass wir das Heilige und Erhabene und Himmlische nicht auf die Ebene des Alltäglichen runterziehen. Aber ich muss sagen, zum Beispiel, als ich auf der Marienhöhe war, in der ersten Zeit hatten wir noch nicht das Gemeindezentrum. Das Gemeindezentrum ist derzeit gebaut worden, wo ich dort war, von 81 bis 87 war ich dort. Und das heißt, unser Gottesdienstraum war die Turnhalle. Und die Turnhalle ist dann immer am Freitagnachmittag geputzt worden. Und dann sind am Freitagnachmittag sind dann die Stühle reingestellt worden und das Podium aufgebaut worden vorne und alles hergerichtet für den Gottesdienst. Und wenn man dann am Sabbatmorgen zum Gottesdienst kam, ging man in die Turnhalle. Und ich muss sagen, das war für mich immer sehr komisch. Am Freitag habe ich da vielleicht noch Fußball gespielt oder irgendwelche anderen Sachen gemacht. Und am Sabbat komme ich in den Raum rein und da ist auf einmal Gottesdienst. Und das ist genauso etwas, was auch Ellen White hier anspricht. Das heißt, wenn du da im Gottesdienst sitzt, ja, und dann denkst du an das Tor, was du vielleicht gestern geschossen hast, während der Prediger vorne predigt, dann heißt das, dass hier das Profane mit dem Heiligen vermischt wird. Und das ist, natürlich, die hatten damals keine andere Gelegenheit, wo sollte man sonst Gottesdienst machen? Das war der einzige große Raum, den es überhaupt gab. Aber das hat der Atmosphäre und der Ehrfurcht und dem Respekt nicht gut getan. Und als wir nachher das Gemeindezentrum hatten, war das ganz anders. Ja, da kommst du hinein und das ist wirklich ein Raum, der für die Anbetung Gottes, für den Gottesdienst bestimmt und geweiht ist und wo man Gottes Nähe und Gegenwart auch immer wieder erlebt hat. Ja. Aber hier ist, wie gesagt, die Vermischung vom Heiligen und dem Alltäglichen ist wieder das, wo sie sagt, unsere Gewohnheiten, die wir haben, die sich eingeschlichen haben in die Gemeinden, bringen genau das zum Ausdruck. Ja.
Sie sagt weiter, wir haben eine ernste, prüfende und heiligende Wahrheit. Und wenn unsere Gewohnheiten und unser Verhalten dieser Wahrheit nicht entsprechen, dann sündigen wir gegen großes Licht und machen uns dementsprechend schuldig. Am Tage der Vergeltung Gottes wird es den Heiden weit erträglicher gehen als uns. Wir könnten viel mehr tun als jetzt, um das Licht der Wahrheit zu verbreiten. Gott erwartet, dass wir viel Frucht tragen. Er erwartet von den einzelnen Gliedern der Gemeinde mehr Eifer und Treue, mehr herzliches und ernstes Bemühen um ihre Nachbarn und um Menschen, die Christus nicht kennen. Die Eltern müssen mit ihrer Arbeit auf hoher Ebene beginnen. Alle, die den Namen Christi tragen, müssen die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen und Seelen bitten, warnen und aus der Macht der Sünde zu erretten trachten. Also erstmal zum ersten Absatz, da sagt sie nochmal, wir haben Licht darüber. Ich denke, wenn wir diese Dinge nicht wissen, können wir sie auch nicht tun und werden auch nicht zur Verantwortung gezogen. Aber wenn wir sie wissen, wenn wir das Licht haben, und sie spricht sogar vom großen Licht, und wir machen nichts daraus, dann machen wir uns schuldig, sagt sie. Natürlich hätten wir sagen können, warum hat der Olaf nicht aufgehört, darüber zu predigen? Ja. Warum redet er überhaupt darüber? Wäre doch schöner, wenn wir es nicht wüssten. Aber das nützt auch nichts. Denn ich glaube, wir werden auch für das Licht verantwortlich gemacht, was wir hätten haben können. Denn wir haben es ja in den Büchern, Schatzkammer, in den Büchern Zeugnisse Band 5 geschrieben. Man kann es ja lesen und nachlesen. Und von daher ist es wichtig, das Licht zu beachten. Und außerdem, wenn Gott uns Licht gibt, ist das Licht ja nicht etwas, was uns jetzt, wenn wir es umsetzen, schadet, wo das Licht uns einschränkt oder wir auf einmal gezwungen werden, Dinge zu tun, die wir gar nicht wollen, sondern es soll uns ja helfen. Das Licht, was Gott uns gibt, ist immer etwas, was uns zum Segen wird. Manchmal ist das, was wir denn selbst mit menschlichem Denken überlegen, so, dass es erst dann zum Segen wird, wenn wir es einfach mal machen, ausprobieren. Deswegen, in einer meiner vorigen Bezirke haben wir in einer Gemeinde das mal drüber gesprochen. Dann haben wir gesagt, gut, wir probieren es einfach mal aus, ein Vierteljahr. Gewisse Dinge haben wir da dann umgesetzt und das zum Beispiel, dass man gesagt hat, wir wollen vorm Gottesdienst, im Gottesdienstraum, es nicht unterhalten. Ja, nach dem Gottesdienst wollen wir ins Foyer rausgehen und Foyer uns unterhalten und nicht im Gottesdienstraum. Und so einige Dinge haben wir dann so mal besprochen und das einfach mal ein Vierteljahr lang ausprobiert, was das für einen Unterschied macht. Und ich muss sagen, es hat tatsächlich auch einiges verändert. Ja. Und dann spricht sie hier nochmal zurück, dann spricht sie hier von dem, davon, dass wir die Wahrheit verbreiten sollen. Ja, also es geht hier auf die Mission über und dass es die Mission auch wichtig ist, dass wir uns bemühen sollten, von Herzen auch unsere Nachbarn und unsere Freunde mit dem Evangelium zu erreichen. Und sie sagt dann weiter, führt so viele wie möglich herbei, dass sie der Wahrheit im Hause Gottes lauschen. Wir müssen viel eifriger sein, Seelen dem Verderben zu entreißen, als wir es sind. Dann sagt sie weiter im nächsten Absatz, es ist nur zu wahr, dass die Ehrfurcht vor dem Haus Gottes fast erloschen ist. Heilige Dinge und Orte werden nicht unterschieden. Das Heilige und Erhabene wird nicht geschätzt. Gibt es nicht einen Grund für den Mangel an ernster Frömmigkeit in unseren Familien? Liegt es nicht daran, dass der hohe Maßstab der Religion in den Staub getreten wird? Gott hat in früheren Zeiten seinem Volk vollkommene und genaue Regeln der Ordnung gegeben. Hat sich sein Charakter geändert? Ist er nicht der große, mächtige Gott, der im Himmel aller Himmel herrscht? Ich spreche hier jetzt auch nochmal von der Ehrfurcht vor dem Hause Gottes. Weil wir Ehrfurcht vor Gott haben, sollten wir auch Ehrfurcht vor dem Hause Gottes haben und das Erhabene und Heilige auch schätzen. Und ich muss sagen, wir als Gemeinde Leonberg, wenn ich mal von uns sprechen darf, ich denke, die Ehrfurcht und der Respekt ist da vor Gott, vor seinem Haus. Die Frage ist nur, ob wir das immer in der richtigen Art und Weise auch so machen, wie wir es machen. Ob man nicht noch Dinge verbessern kann. Es ist ja nicht alles nur schlecht, sondern es gibt auch manche Dinge, wo man sagen kann, vielleicht kann man hier noch Regeln und Ordnungen haben, wo man manches verbessert nach dem, was Gott uns zeigt, was er uns offenbart, wie wir unsere Ehrfurcht und unseren Respekt vor Gott zum Ausdruck bringen können. Wäre es nicht gut, schreibt Ellen White weiter,
wäre es nicht gut für uns, oft die Befehle zu lesen, die Gott selbst den Israeliten gab, damit wir, denen das Licht der herrlichen Wahrheit erscheint, ihrem Beispiel in der Ehrfurcht vor dem Hause Gottes nacheifern mögen? Wir haben reichlich Ursache, während der Gottesanbetung eine glühende Hingabe an den Tag zu legen. Wir haben aber auch guten Grund, in unseren Gottesdiensten andächtiger und ehrerbietiger zu sein, als es die Juden waren. Aber der Feind war an der Arbeit, um unseren Glauben an die Heiligkeit des christlichen Gottesdienstes zu vernichten. Der Ort, der Gott geweiht ist, sollte kein Platz sein, an dem weltliche Geschäfte betrieben werden. Wenn sich Kinder zum Gottesdienst in einem Raum versammeln, der während der Woche als Schule oder Lager benutzt wird, dann ist es nur allzu menschlich, dass sich in ihrer Andacht auch Gedanken über ihre Aufgaben oder über Dinge, die sie während der vergangenen Woche ereigneten, hineinmischen. Das ist genau, was ich auch sagte, auf der Marienhöhe, ne? Wo wir die Turnhalle als Anbetungs-, als Gottesdienstraum haben. Das mischen sich automatisch die alltäglichen Dinge der vergangenen Woche in die Andacht hinein. Die Jugend sollte so erzogen und unterwiesen werden, dass heilige Dinge hochgeachtet werden und zu echter Hingabe an Gott in seinem Hause ermuntert wird. Viele, die bekennen, Kinder des himmlischen Königs zu sein, haben keine wirkliche Achtung vor der Heiligkeit ewiger Dinge. Fast alle bedürfen der Belehrung, wie sie sich im Hause Gottes verhalten müssen. Eltern sollten ihre Kinder nicht nur lehren, sondern ihnen auch befehlen, das Heiligtum ruhig und ehrfürchtig zu betreten. Das heißt, hier spricht sie auch nochmal, also es wiederholt sich dann hier nochmal, ne, was wir vorher schon genau gesehen hatten. Das moralische Gefühl der Anbeter in Gottes heiligem Tempel muss gehoben, verfeinert und geheiligt werden. Diese Sache ist leider sehr vernachlässigt worden. Ihre Wichtigkeit wurde übersehen und die Folge war, dass Unordnung und Unehrerbietigkeit zunahmen und Gott entehrt wurde. Wenn die Leiter der Gemeinde, Prediger und Volk, Väter und Mütter keine erhabene Ansicht von dieser Sache haben, was kann man dann von unerfahrenen Kindern erwarten? Also sie sagt, das Problem ist nicht bei den Kindern, das Problem ist bei den Leitern, bei den Eltern, beim Prediger. Nur zu oft findet man sie in Gruppen zusammen, von den Eltern getrennt, die sie beaufsichtigen sollten. Und doch befinden sie sich in der Gegenwart Gottes und sein Auge sieht, wie sie sich oberflächlich und leichtfertig flüstern und lachen und wie sie gleichgültig, unehrerbietig und unaufmerksam sind. Sie werden nur selten belehrt, dass der Prediger der Botschafter Gottes und seine Predigt ein von Gott verordnetes Mittel zur Rettung von Seelen ist. Und dass die Predigt für alle, die den Vorzug haben, sie zu hören, ein Geruch des Lebens zum Leben oder auch des Todes zum Tode sein wird. Ja. Das heißt also, sie hat hier die Bedeutung des Gottesdienstes und der Predigt sehr stark hochgehoben und dann auch gesagt, dass eben auch Kinder und Teenies und Jugendliche man dort auch entsprechend beeinflussen sollte. Die zarten und empfänglichen Gemüter der Jugend würdigen die Arbeit der Diener Gottes gerade so, wie ihre Eltern die Sache ansehen. Und jetzt sind es interessante Sachen. Also sie spricht jetzt nicht nur vom Gottesdienstraum, sondern jetzt spricht sie von mehr Dingen, wie wir die Ehrfurcht in der Jugend vernichten können. Sie sagt, viele Familienhäupter kritisieren zu Hause die Predigt, indem sie einiges annehmen und das andere verwerfen. Auf diese Weise wird die Botschaft Gottes an die Menschen kritisiert, in Frage gestellt und leichtfertig behandelt. Welchen Einfluss solche achtlosen und unerbietigen Bemerkungen auf die Jugend ausüben, werden allein die Bücher des Himmels offenbaren. Die Kinder bemerken und verstehen solche Dinge viel schneller, als die Eltern erahnen können. Ihr Sittlichkeitsgefühl erhält eine verkehrte Richtung, die nie wieder ganz zu ändern ist. Die Eltern klagen darüber, dass das Herz ihrer Kinder so verhärtet und dass es schwer ist, ihr sittliches Empfinden so zu wecken, dass sie den Forderungen Gottes nachkommen. Aber in den Büchern des Himmels steht die wahre Ursache von einer nie irrenden Väter verzeichnet. Die Eltern waren unbekehrt. Sie standen nicht im Einklang mit dem Himmel und dem Werk des Himmels. Ihre beschränkten und gewöhnlichen Begriffe von der Heiligkeit des Predigtamtes und des Heiligtums Gottes wurden mit der Erziehung ihrer Kinder verwoben. Es ist fraglich, ob jemand, der jahrelang unter den verderblichen Einflüssen einer solchen häuslichen Erziehung gestanden hat, jemals tiefe Ehrfurcht und Hochachtung vor dem Predigtamt Gottes und vor den verordneten Werkzeugen zur Seelenrettung haben wird.
Von diesen Dingen sollte mit Ehrfurcht, mit angemessenen Worten und feinem Empfinden gesprochen werden, sodass ihr jeden, mit dem ihr in Berührung kommt, fühlen lassen könnt, dass ihr die Worte des Dieners Gottes als eine an euch gerichtete Botschaft Gottes annehmt. Also interessant ist, dass sie hier sagt, ich denke, über die Inhalte der Predigt zu sprechen, ist gut. Und es ist auch nicht verkehrt, auch zu sagen, hier sind Dinge, die waren gut in der Predigt und hier sind Dinge, die vielleicht anders besser wären. Es geht nicht darum, dass man sich selbst darüber Gedanken machen darf über die Predigt, über die Inhalte, sondern es geht hier um eine respektlose Kritik an den Prediger. Ja, und von daher, das ist etwas, denke ich, wo es wichtig ist. Zum Beispiel bei uns zu Hause erinnere ich mich, wir haben ab und zu auch mein Vater war ja auch Prediger, mein Vater begleitet. Und übrigens, die Predigt meines Vaters habe ich immer geliebt, der hat immer sehr schön gepredigt und sehr tiefgehend und geistlich. Und ich habe viel von ihm gelernt, auch für das Predigen. Aber oftmals waren wir auch nachher, wo wir dann Teenies und Jugendliche waren, in unserer Heimatgemeinde. Und haben wir halt viele Predigten auch gehört. Und natürlich haben wir auch zu Hause darüber gesprochen. Aber wir haben uns, ich weiß noch, meine Mutter hat sich immer sehr bemüht, respektvoll und geistlich darüber zu sprechen. Dass man jetzt nicht das zerredet und irgendwo nur negativ kritisiert, sondern dass man das schaut, was kann man davon lernen. Und übrigens, Ellen White sagt an einer Stelle mal, man kann aus jeder Predigt irgendwas Gutes mitnehmen. Ja. Auch wenn die Predigt vielleicht nicht so gelungen war. Ja. Aber das geht hier einfach darum, dass die Kinder die Ehrfurcht und das feine Empfinden, dass es verloren geht, wenn man respektlos darüber spricht. Über die Predigt, über Gottesdienst, über die Prediger. Sie sagt weiter, es tut mir oft weh, wenn ich das Haus Gottes betrete und die unordentliche Kleidung der Männer und Frauen sehe. Jetzt spricht sie die Kleidung an. Also auch die Kleidung sollte entsprechend sein, dass es angemessen ist. Wenn Herz und Charakter durch ihr äußeres Erscheinungsbild angezeigt würden, dann könnte sicherlich nichts Himmlisches an ihnen sein. Sie haben keine rechte Vorstellung von der Ordnung, der Sauberkeit und dem feinen Benehmen, das Gott von allen verlangt, die in seine Gegenwart treten, um ihn anzubeten. Welchen Eindruck machen wohl diese Dinge auf Ungläubige und auf die Jugend, die scharf beobachtet und schnell bereit ist, Schlussfolgerungen zu ziehen? Bei vielen verbinden sich mit dem Haus Gottes keine heiligeren Gedanken als für den gewöhnlichsten Ort. Manche betreten das Haus Gottes mit einem Hut auf dem Kopf und in unsauberer und beschmutzter Kleidung. Sie bedenken nicht, dass sie Gott und heiligen Engeln begegnen wollen. In dieser Hinsicht sollte in allen unseren Gemeinden eine gründliche Änderung stattfinden. Selbst Prediger müssen höhere Begriffe und eine feinere Empfänglichkeit hierfür haben. Dies ist ein Teil im Werk, das sehr vernachlässigt worden ist. Wegen der Unehrerbietigkeit in Haltung, Kleidung und Betragen und einem Mangel an andächtiger Geisteshaltung hat Gott oftmals sein Antlitz von denen abgewandt, die sich zur Anbetung versammelt hatten. Alle sollten belehrt werden, sich nett, sauber und ordentlich zu kleiden, ohne jedoch in das äußere Schmücken zu verfallen, das im Heiligtum durchaus unpassend ist. Man sollte dort nicht seine Kleidung zur Schau tragen oder zur Schau stellen, denn das bestärkt die Unehrerbietigkeit. Oft zieht dieses oder jenes Kleidungsstück die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich und so schleichen sich Gedanken ein, die keinen Raum in den Herzen der Anbeter finden sollten. Gott allein muss die Gedanken in Anspruch nehmen und der Gegenstand der Anbetung sein und alles, was unser Denken von diesem feierlichen und heiligen Dienst ablenkt, ist eine Beleidigung für ihn. Das Prunken mit Schleifen und Bändern, mit Halskrausen und Federn, mit Schmuck aus Gold und Silber ist eine Art Götzendienst und ziemt sich in dem heiligen Gottesdienst wirklich nicht, wo jeder Anbeter einzig auf die Verherrlichung Gottes bedacht sein sollte. In allen Fragen der Kleidung sollten die Anweisungen der Bibel genau beachtet werden. Die Mode ist eine Göttin, welche die Herrschaft über die Welt errungen hat und sich häufig auch in die Gemeinde einschleicht. Die Gemeinde sollte das Wort Gottes als Richtschnur betrachten und die Eltern sich hierin von vernünftigen Gedanken leiten lassen. Also ich denke, das ist auch wichtig, denn die Frage, wie wir uns kleiden, hängt auch damit zusammen, wie wir in die Gegenwart Gottes treten. Ja, natürlich ist die Kleidung auch immer eine Frage, die sich auch in gewissen Kulturen verändert, aber
Die Prinzipien sind immer die gleichen. Ellen White sagt, es sollte sauber, nett, ordentlich sein, nicht schmutzig oder irgendwie auch nicht auch und sich unterscheiden, sollte sich unterscheiden von der Kleidung, die wir im Alltag tragen, was wir in der Woche übertragen. Ja? Ich habe das Beispiel vom Bundespräsidenten eben schon angeführt. Ja, da war auch eine gewisse Kleiderordnung vorgeschrieben. Und deswegen, denke ich, ist das auch hier. Auf der anderen Seite sagt sie, wir sollten also jetzt nicht mit Straßenkleidung, Alltagskleidung kommen, aber auch nicht auf der anderen Seite Kleidung wählen, die uns jetzt zur Schau stellen. Ich muss sagen, ich bin in manchen Gemeinden schon gewesen. Und als ich ganz früher mal in Nordrhein-Westfalen war, hatte ich auch war ich in einer Gemeinde, da habe ich den Eindruck gehabt, dass am Sabbat immer das Thema war unter den Schwestern, wer hat wieder das beste und schönste Kleid und und dann sagt man, ja, die hat schon wieder das dritte Mal das Kleid angezogen, ja, und also es ging immer nur um die Frage der Kleidung und da habe ich mich gefragt, ja, was ist eigentlich ihr Sinn? Haben die überhaupt nicht zugehört, was im Gottesdienst gesagt worden ist? Also man sollte auch nicht also durch die Kleidung irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Deswegen das Prinzip ist, dass wir sagen, dass wir bescheiden und trotzdem schön uns kleiden können und sollen. Und auch nicht durch Schmuck, sagt sie hier. Ne? Durch irgendwelche Auftakeln. Damals waren die Dinge ein bisschen anders als heute, das Auftakeln vielleicht ist. Ich denke, die Frage vom Schmuck ist generell so, dass die Bibel sagt, in Petrus und auch in Timotheus, sagt Paulus, dass Frauen oder dass natürlich alle keinen Schmuck tragen sollten im Sinne von Ringen, Ohrringen oder Ketten oder so etwas, sondern das ist auch hier, wie es hier beschrieben hat, dass wir auch dadurch unsere Ehrfurcht vor Gott zum Ausdruck bringen. Ja. Und ich freue mich, dass es eigentlich bei uns hier in der Gemeinde auch im Großen und Ganzen auch so gut, in diesen Punkten auch gut aussieht. Und natürlich gibt es immer Dinge, die man noch verbessern kann, keine Frage, aber das denke ich, etwas, was auch wichtig ist, was dazugehört zum Gottesdienst. Sie sagt weiter, auch noch um den Punkt der Mode, wenn Sie bei Ihren Kindern die Neigung zu weltlicher Mode beobachten, sollten Sie, die Eltern, wie Abraham Ihrem Hause entschiedene Befehle erteilen. Statt sie an die Welt zu binden, verbindet sie mit Gott. Niemand darf das Haus Gottes durch auffällige Kleidung entehren. Gott und die Engel sind zugegen. Der Heilige Israels hat durch seinen Apostel gesprochen, ihr Schmuck soll nicht auswendig sein, äußerlich sein, mit Haarflechten und Goldumhängen oder Kleider anlegen, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unverrückt, mit sanftem und stillem Geist, das ist köstlich vor Gott. 1. Petrus 3, 3 und 4. Ist eine Gemeinde gegründet und über diesen Punkt nicht belehrt worden, dann hat der Prediger seine Pflicht vernachlässigt und wird Gott für die Eindrücke Rechenschaft geben müssen, die er herrschen ließ. Ja, ich denke, es gibt hier noch einen Punkt, was die Kleidung anbetrifft, was die Bibel noch sagt, was sie hier jetzt zwar nicht anspricht, aber sie hat es zwischen den Zeilen angesprochen, dass die Kleidung auch schicklich sein sollte. Und schicklich, was die Bibel ja sagt, bedeutet, gerade bei den Frauen, dass sie keine Kleidung anziehen sollten, die sexuell aufreizend ist. Ja, also jetzt nicht mit Minirock und tiefem Ausschnitt. Ja. Und das ist tatsächlich ein Problem. Denn Männer tun nun mal auf das sichtbare Sexuelle ansprechen. Und wenn vor dir eine Frau im Gottesdienst sitzt, bei jeder Bewegung man irgendwas sieht, was man nicht sehen sollte, dann ist das für einen Mann sehr schwierig, sich auf die Predigt zu konzentrieren und der Segen kann verloren gehen. Von daher ist das, denke ich, auch eine Verantwortung, die auch die Frauen an der Stelle haben, dass sie sich schicklich kleiden. Ja, wie gesagt, Minirock oder tiefer Ausschnitt oder auch Kleidung, die auch irgendwelche Körperteile sehr stark abzeichnet. Da sollte man, denke ich, auch zurückhaltend sich kleiden. Gut, dann lesen wir weiter, was Ellen White schreibt. Werden der Gemeinde keine richtigen Begriffe über wahre Anbetung und wahre Ehrfurcht eingeprägt, dann wird die Neigung zunehmen, das Heilige und Ewige mit dem Gewöhnlichen auf die gleiche Stufe zu stellen. Und die Bekenner der Wahrheit werden eine Beleidigung für Gott und eine Schande für die Religion sein. Mit ihren falschen, unkultivierten Ansichten werden sie niemals einen reinen und heiligen Himmel schätzen können oder vorbereitet sein, sich mit den Anbetern droben in den himmlischen Höfen zu vereinen, wo alles Reinheit und Vollkommenheit ist
und wo jedes Wesen vor Gott und seiner Heiligkeit vollkommene Ehrfurcht hat. Hier ist nochmal das, was sie immer wieder sagt, Heiliges und Gewöhnliches nicht auf die gleiche Stufe stellen. Und sie sagt auch, wenn wir das hier nicht lernen, wie wollen wir dann im Himmel Ehrfurcht und Heiligkeit Gottes kennen? Und deswegen ist hier das eine Vorbereitung auf die Anbetung in den himmlischen Höfen. Sie schreibt weiter, Paulus beschreibt das Werk der Botschafter Gottes als solches, wodurch jeder vollkommen in Christus Jesus dargestellt wird. Wer die vom Himmel kommende Wahrheit annimmt, soll durch sie verfeinert, veredelt und geheiligt werden. Es erfordert viele gewissenhafte Anstrengungen, den göttlichen Standard wahrer Männlichkeit zu erreichen. Die unregelmäßigen, aus dem Steinbruch gehauenen Steine müssen behauen und ihre rauen Seiten geglättet werden. Unsere Zeit ist gekennzeichnet von oberflächlicher Arbeit, leichten Methoden, prahlerischer Heiligkeit, die weit von dem Charakterstand entfernt ist, den Gott erwartet. Alle abgekürzten Wege, alle unterbrochenen Fährten, alle Lehren, die nicht das Gesetz Gottes zur Richtschnur eines christlichen Charakters haben, sind Fälschungen. Vervollkommnung des Charakters ist das Werk eines ganzen Lebens. Und für jeden unerreichbar, der nicht bereit ist, in der von Gott verordneten Weise langsam und mühevoll danach zu streben. Wir dürfen uns in dieser Hinsicht keine Fehltritte gestatten, sondern müssen Tag für Tag wachsen in Christus, der unser lebendiges Haupt ist. Ich finde es sehr schön, wie sie am Ende dieses Kapitels wieder den Finger auf das Entscheidende legt. Wir sind damit am Ende der Zitate, dass sie sagt, es geht nicht darum, dass wir nur irgendwelche Regeln einhalten, dass wir jetzt sagen, ab sofort gehen wir jetzt alle raus, sondern dass es darauf kommt, warum wir das machen. Das Entscheidende ist, dass wir Christus ähnlich werden. Der Fokus muss auf Jesus liegen, Jesus im Mittelpunkt steht. Und dass unser Charakter mehr und mehr Jesu Charakter ähnlich wird, dass wir Tag für Tag wachsen in Christus. Und das ist das, was die Grundlage ist, was die Begründung ist. Und das andere ist nur ein Mosaiksteinchen, wie wir das erreichen können. Wie wir noch äußere Dinge verbessern können, um das Wachstum in Christus noch mehr möglich zu machen. Um das auch noch mehr nach dem, was Gott uns hier gesagt hat, ausrichten zu können. Was sollen wir tun? Das ist der letzte Punkt. In einem meiner vorigen Gemeinden habe ich auch mal drüber gesprochen und da haben wir dann einen Aushang gemacht, wo wir diese Punkte aufgeschrieben haben. Bitte pünktlich kommen. Da muss ich mir selbst auch immer wieder Mühe geben, weil ich in der letzten Zeit, wie gesagt, den ganzen Haushalt machen muss und dann manchmal gerade aber morgens das schwierig ist. Aber es ist auch wichtig, weil Pünktlichkeit auch eine Sache des Respektes und der Ehrfurcht ist. Dann zur ersten Stunde anwesend sein. Der Gottesdienst beginnt nicht um 11, der Gottesdienst beginnt um 9:30. Und ich denke, dass die Sabbatschule, das Bibelgespräch, ich würde nicht die Predigt abwerten wollen, aber für manche wichtiger sogar ist als die Predigt. Weil im Bibelgespräch können wir uns austauschen von dem, was wir selbst in der Woche studiert haben, und der Erfahrungsaustausch, der inhaltliche Austausch ist etwas, was uns gut tut, wo wir gegenseitig voneinander lernen und wo wir auch lernen, unseren Glauben zum Ausdruck zu bringen. Wenn wir Zeugnis geben wollen nach außen, müssen wir lernen, das zu sagen, was wir glauben. Und das können wir in der Sabbatschule lernen, dass wir da uns auch dann beteiligen am Gespräch. Das hilft uns, über den Glauben zu reden. Das ist so wichtig, die erste Stunde. Das Bibelgespräch. Nicht während des Gottesdienstes im Foyer Gespräche führen. Ich denke, in manchen Gemeinden ist das eingerissen, dass Jugendliche oder auch selbst Erwachsene während der Gottesdienst läuft im Foyer, also nicht teilnehmen, sondern im Foyer sich aufhalten und dort ihre persönlichen Gespräche führen. Ja. In den Pausen trinken, nicht nach dem Gottesdienst im Foyer, also andersrum, nach dem Gottesdienst im Foyer unterhalten. Oder in den Nebenräumen. Genau. Das waren mal einfach so ein paar Punkte, die wir mal in einer anderen Gemeinde mal einfach so als Prinzipien aufgestellt haben. Da kann man drüber sprechen, was ist wo gut oder nicht gut, wie kann man das auch umsetzen. Zusammenfassung, wenn man jetzt überlegt, was könnte man ändern, was könnte man anders machen, was könnte man beibehalten, nochmal eine Zusammenfassung über die Prinzipien, die wir jetzt gesehen haben. Erstens, Ehrfurcht vor Gott und seinem Haus ist wichtig.
Das heißt, dass der Grund einer Änderung nicht äußere Dinge sind, sondern eine innere Haltung ist. Es muss immer von innen nach außen gehen. Die Erweckung ist das, was in unserem Herzen sich ändert, und die Reformation, die Reform ist das, was wir äußerlich dann ändern. Und eine Reform zu machen, nur äußere Dinge zu ändern, ohne eine Herzenserweckung, nützt gar nichts. Aber eine Erweckung muss auch immer dazu führen, dass wir auch äußere Dinge anpassen, damit die Erweckung auch auf dauerhaft weitergehen kann. Ehrfurcht drückt sich im Gottesdienstraum auch durch andächtige Stille aus. Vor und nach dem Gottesdienst, aber auch während des Gottesdienstes. Persönliche Begegnungen und Austausch sind aber auch wichtig, sind sehr wichtig. Deswegen muss man auch Raum finden und Möglichkeit geben, dass das wichtig ist. Und es gibt manche Gemeinden, die haben Probleme damit. Ich denke, meine neue Gemeinde in Gechingen, die ich jetzt habe, da haben wir, wenn wir reinkommen, nur ein ganz kleines Räumchen, kann man sagen, gerade von 5 Metern mal 2 Metern, wo die Garderobe ist. Wir haben kein Foyer und keinen Nebenraum. Ja. Wir haben hier in Leonberg die schöne Situation, dass wir ein großes Foyer haben und viele Nebenräume haben, wo man genug Platz hat. Denn es sollte die Möglichkeit für persönliches Gebet gegeben werden. Das Gotteshaus ist ein Gebetshaus. Und das Gebet ist, denke ich, ist gerade auch das stille Gebet vor und nach dem Gottesdienst wichtig. Wenn dann aber sich viele laut unterhalten, ist das persönliche Gebet gestört, die persönliche Andacht gestört. Deswegen muss man gucken, wie kann man allen Bedürfnissen und allen Dingen gerecht werden. Ja. Deswegen ist, denke ich, ein Ansatz, der gut wäre, Unterhaltungen ins Foyer und in die Nebenräume zu verlegen. Um die Begegnungen, die einen großen Teil der Gemeinde ausmachen, zu ermöglichen, aber trotzdem das andere auch nicht vernachlässigen. Ich denke, wenn wir mit einem Bibeltext abschließen, wir alle kennen die Drei-Engels-Botschaft. Offenbarung 14, Vers 7, die erste Engelsbotschaft beginnt: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Wir wissen, dass das unser Auftrag ist, der Welt zu verkündigen. Und mir ist das jetzt gerade eingefallen, dieser Text, in Verbindung mit dieser Thematik. Die Drei-Engels-Botschaft beginnt mit den Worten: Fürchtet Gott. Und dieses Fürchtet Gott heißt nicht Angst haben vor Gott, sondern das heißt Ehrfurcht haben vor Gott. Das heißt, wir werden aufgerufen, gerade in der letzten Zeit, das ist die letzte Botschaft, die wir der Welt verkündigen sollen, bevor Jesus wiederkommt. Und wir werden aufgerufen, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und in unserer Gesellschaft ist der Respekt und die Ehrfurcht generell immer mehr verloren gegangen, vor allen Autoritäten. Und das ist in der Gefahr, auch in der Gemeinde sichtbar zu werden, dass der Respekt und die Ehrfurcht vor Autoritäten und am allermeisten vor Gott verloren geht. Deswegen wird hier gesagt, habt Ehrfurcht vor Gott. Nehmt Gott ernst, habt Respekt vor ihm. Und das beinhaltet auch die Frage unseres Gottesdienstraumes und das Verhalten im Gottesdienstraum. Ich wünsche uns, dass wir das, was wir jetzt gelesen haben, dass wir das bedenken, darüber beten. Es sind Worte, die, denke ich, wichtig sind, die auch vielleicht manches kritisieren, was wir tun, aber dass wir es mit offenem Herzen annehmen, dass wir darüber nachdenken und dass wir überlegen, wie wir damit umgehen. Ich freue mich, dass wir diese Möglichkeit haben und dass wir von Gott diese Hinweise haben, weil es zu unserem Besten sein soll und sein darf. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für alles, was du uns für uns getan hast, für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Erlösung. Herr, dass du alles getan hast, damit wir mit dir wieder in Verbindung leben und sein können. Herr, hab Dank, dass wir die Gemeinde haben dürfen, dass wir als Gemeinde uns gegenseitig stärken und ermutigen und helfen können auf dem Weg mit dir und zu dir.
aber auch, dass wir auch in der Gemeinde auch dein Wort im Mittelpunkt haben. Dass du durch dein Wort zu uns sprichst, zu unserem Herzen. Und Herr, wir bitten dich, hilf, dass wir auch unsere Ehrfurcht vor dir, dass du sie in unsere Herzen hineinlegst und dass wir sie auch in der richtigen Art und Weise zum Ausdruck bringen können. Vergib uns, wenn wir vielleicht manchmal das nicht in der richtigen Art und Weise getan haben, und hilf uns, darin zu wachsen. Hilf, dass unser Charakter dir immer ähnlicher wird, dass wir auf dich schauen, Herr Jesus, und durch das Anschauen auf dich verwandelt werden. Und dass wir auch durch die Ehrfurcht, über die wir gesprochen haben, dass das dazu beitragen kann, dass wir dir ähnlicher werden. Wir bitten dich, segne du uns darin, führe uns und hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich wünsche euch allen Gottes Segen und ich freue mich schon auf das nächste heiße Eisen, was wir dann in einiger Zeit wieder besprechen werden und was Gott da wieder für uns bereithält und uns sagen möchte. Gottes Segen und kommt alle gut nach Hause.